Stelle ich euch noch die Bar vor, hier im Cocoon. Und diesmal für uns da haben wir Laura. Guten Abend, Laura. Und bei Laura darf ich mir auch zwei Getränke bestellen. Und zwar einmal für meinen ersten Gast ein Viva con Aqua Laut, bitte. Und ein Cuba Libre hätte ich gerne. Und die holen wir uns gleich ab. Dankeschön. Und hier ist er auch ein Stückchen weiter. FC St. Paulis Torhüter Philipp Herwagen. Guten Abend, Philipp. Ja, auch. Guten Abend. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe lange rumgegraben an dem Mann, das muss ich erzählen. Es war ja seit Januar, würde ich sagen, ne? Ungefähr, ja. Aber jetzt haben wir es ja geschafft und ist ja fast wie der Ritterschlag hier. Wenn man hier eingeladen wird, dann ist man richtiger Hamburger, habe ich gehört. Fragt man sich so. Also zumindest unter den St. Paulianern. Wir hatten ja schon einige da, auch zu sehen auf talk.de. Und jetzt haben wir Philipp da. Und zwar hier am grandiosen Spielbodenplatz. Du wohnst ja auch auf St. Pauli. Kannst du uns mal zeigen, Luftlinie, wo deine Wohnung ist? Also meine Wohnung ist genau dort. Also da Luftlinie dahinter. Nein, das stimmt. Also ich habe die gleiche Postleitzahl wie das Stadion. Also von daher, wenn ein Heimspiel ist, ist wirklich ein Heimspiel für mich. Ja. Das ist echt schön. Na gut, das Melantor sehen wir hier nicht ganz, aber zumindest ja, deine Wohnung per Luftlinie. Schon mal nicht schlecht. Sag mal, stimmt das, dass du, wenn du gespielt hast, bis 3 Uhr morgens noch nicht schlafen kannst und aufgeregt bist? Ja, es ist ja so, dass wir oft auch mal Abendspiele haben. Und von daher ist dann so, wenn dann Abpfiff um 22.30 Uhr ist, dann kann es schon nochmal dauern, bis ich dann wieder zum Schlafen komme. Dann helfen 2, 3 Knollen auch irgendwie dazu, besser einzuschlafen. Aber der nächste Morgen ist natürlich brutal. Mit Alkohol? Alkoholfrei ist natürlich. Knolle alkoholfrei, gibt's das von Astra eigentlich? Ich weiß es gar nicht genau. Können wir Schleichwerbung machen? Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Also nein, es gibt's natürlich, klar. Und was geht dir dann durch den Kopf? Einfach noch Spielszenen oder wie läuft das dann? Ja, Spielszenen oder es ist manchmal so, dass man sich auch nochmal das Video anguckt vom Spiel. Also man bekommt nach dem Spiel direkt auch seine eigenen Szenen zusammengeschnitten von unserem Videoanalysten. Ja, und dann schaut man sich nochmal Szenen an, überlegt nochmal hin oder her, weil das Spiel natürlich schon sehr aufregend ist für uns. Und dass der Körper dann wieder runterfährt, das dauert natürlich ein bisschen. Komm, wir gehen mal eine Runde rein. Es ist nämlich echtes Hamburger Wetter. Ich gehe mal vor an unsere schön nette Position hier. Da müssten wir eigentlich nochmal die Getränke durchreichen. Ach, guck mal, das habe ich gar nicht gesagt. Mein Cuba Libre, den nehme ich mal zuerst. Und das schöne, laute, das, ach, Prost. Prost, Philipp. Und Prost, ihr anderen hier auch. Zum Wohl. Philipp, am wichtigsten ist natürlich, du hast großen, großen Anteil daran, dass du meine Klasse gehalten hast. Ich habe dir mit zu verdanken, dass St. Pauli in der zweiten Liga geblieben ist. Ich muss noch mal kurz zitieren. 20 Spiele, wenn ich das richtig sehe, 12 Gegentore, 9 zu 0. Ist das richtig? Weiß ich jetzt gar nicht. Ungefähr. Also ich habe zumindest die Statistik, ist gefälscht. Wie hast du es denn selbst erlebt? Denn du bist relativ spontan reingekommen. Wie war diese Rückrunde für dich? Ja, es ist halt so, ich war ja auch in der Saison erstmal auf der Bank und Robin, also unser Stammtorhüter, hat sich dann verletzt. Und es war auch eine Elfmetersituation, also eine Situation für mich, in der ich eigentlich nur gewinnen konnte. Und es war dann so, dass der Lautern-Spieler den Ball nicht reingemacht hat. Und ich denke, dass das so ein bisschen auch ein Zeichen war, auch im ganzen Stadion. Es war damals ein Heimspiel, Flutlichtspiel, dass wir da noch die Wende schaffen können, weil es damals relativ düster aussah in der Tabelle. Und wir haben dann relativ sehr viele Punkte gemacht innerhalb von wenigen Spielen und sind dann verdient dann auch, haben wir noch den einstelligen Tabellenplatz noch schaffen können. Absolut verdient. Also das ist ja sowieso mal klar. Ja, wir können gerne noch applaudieren, wir haben diverse Fans hier. bist du denn abergläubisch, weil du jetzt sagst, du wurdest ja eingewechselt und dann kam dieser Elfer? Also denkst du denn, wenn es einmal gut läuft, läuft es immer gut? Also abergläubisch würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe jetzt nicht, bei mir ist es jetzt nicht so, dass jetzt vorm Spiel müssen bestimmte Ritualen irgendwie durchgegangen werden oder es muss Vollmond sein oder Schaltjahr oder was der Teufel. Also von bestimmten Sachen habe ich mich dann schon frei gemacht. Das kommt dann so mit der Zeit. Also wenn ich mich daran aufhalten würde, ich glaube, das wäre der falsche Weg.
Du warst dann einfach zu gut, als es da noch mal irgendeinen Wechsel gegeben hätte. Und spannend ist ja zumindest für den Rest von Deutschland, vielleicht außer Freiburg, die hätten es eh nicht gemacht, dass der Trainer gar nicht ausgewechselt wurde, unser Ewald Lien. Ich glaube, die haben damals mit Management und allem ziemlich nah auch mit der Mannschaft da zusammengearbeitet. Und du bist ja auch im Mannschaftsrat. Wurdet ihr dazu befragt, ob ihr einen neuen Trainer wollt oder wie war das? Ich kann natürlich jetzt keine Internas jetzt hier rauslassen. Doch. Aber es war schon so, dass der Mannschaftsrat wurde schon gefragt und die Situation wurde natürlich dann auch analysiert, auch mit den Spielern, was ein sehr, sehr guter Ansatz war. Und wir haben uns dafür ausgesprochen, dass vielleicht nicht unbedingt der Cheftrainer gehen sollte oder dass wir da wechseln sollten, sondern dass wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Manpower reinkriegen sollten und haben dann Olaf Janssen, der jetzt Cheftrainer ist, als Co-Trainer dazu bekommen. Und ich glaube, das hat uns ganz gut getan. Wir haben auch die eine oder andere Stellschraube noch gedreht, weil es sind dann meistens dann bei so einem Konstrukt ganz kleine Rädchen, die da nicht greifen. Und der Erfolg hat uns dann recht gegeben. Ja, hat er. Da nochmal einen Applaus drauf. Wir sind zweite Liga, Leute. dein Vertrag läuft noch eine ganze Ecke und du bist Mannschaftsältester, das sieht man natürlich nicht, aber dann natürlich auch der Seriöseste, der Weiseste. Der Vertrag läuft noch bis 2019. Jetzt, darüber muss man auch reden, bist du allerdings wieder auf der Reservistenbank oder zumindest in der Rolle. Hast du dich damit abgefunden? Muss ich ja, das ist ja mein Job. Also wenn der Trainer sagt oder wenn der Vorgesetzte sagt, du spielst jetzt nicht, dann habe ich das zu akzeptieren. Ich habe einfach auch einen Arbeitsvertrag, so schön es auf St. Pauli auch ist, es ist aber auch ein Stück weit auch professionell. Und damit muss ich dann auch einfach dann leben. Ist einfach so. Der FC St. Pauli ist professionell. Ihr habt natürlich eine böse Position, ne? Diese Konkurrenz untereinander. Einfach mal gefragt, kann es überhaupt echte Freundschaft zwischen Torhütern in einem Verein geben? Oder ist das eher einfach nur von Respekt irgendwie begleitet, die Beziehung, mal ganz ehrlich? Also es ist so, dass ich mit Robin einen Kollegen habe, der sehr umgänglich ist. Also von daher gibt es da eh keine Probleme. Ich habe mich aber auch davon gelöst, irgendwelche Torwartkriege zu führen oder Psychokriege, Psychospielchen, weil es am Ende eh nichts bringt. Also es nimmt mir nur die Energie und ich muss mich auch ein bisschen um mich selber kümmern. Also oder will mich auch um mich selber kümmern und nicht gucken, was jetzt der andere macht oder die Konkurrenz macht. Und am Ende entscheidet der Trainer. Ich glaube, der Trainer hat eine Luxussituation, dass er zwei sehr gute Torhüter hat. Dass es mich diesmal halt einfach trifft, dass er mich auf die Bank setzt, ist halt einfach so, das muss ich so akzeptieren. Aber ob man sich damit abfinden kann, ist schwierig. Aber dafür kann jetzt Robin auch nichts. Also Robin ist jetzt nicht derjenige, auf den ich jetzt sauer bin, weil ich jetzt nicht spiele, sondern ich muss gucken, dass ich selber meine Leistungen bringe und dann wird sich auch das wieder einstellen, dass man auch wieder zum Spielen kommt. Wie machst du das, da die Motivation zu behalten? Einfach, dass ich weiß, dass ich bei einem sehr guten Verein bin, wo ich mich persönlich sehr gut fühle, eine Stadt, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Das macht das einiges so ein bisschen leichter. Ist natürlich auch dann schwierig, dann als ehrgeiziger Mensch dann auch von außen zuzugucken. Wichtig ist für mich, da professionell zu bleiben und dann auch so zu trainieren, als wenn ich dann auch mal spielen müsste. Und von daher gehe ich den Weg so weiter, wie ich ihn auch schon vorher gegangen bin. Ja, und das machst du ja nicht nur für dich. Egal, welches Interview man von dir liest oder was man irgendwie von dir hört, du giltst als der Motivator, der Teamplayer, derjenige, der andere coacht, der anderen Mut macht. Hast du dafür mal ein Beispiel? Wie kannst du jetzt jemand anders aufbauen? Ja, das ist so. Also das ist schwierig, das ad hoc jetzt so zu erklären. Das ist meistens so ein bisschen die Situation. Gutes Beispiel ist, wir haben einen japanischen Spieler, der ein sehr großes Talent hat. Der kam von Arsenal London. Ist ein sehr schneller Spieler, sehr talentierter Spieler, hat aber Verletzungssorgen und ist aktuell leider wieder verletzt. Und da war es so, dass er dann natürlich dann anfängt, an sich selber zu zweifeln, weil sein Körper gerade irgendwie nicht funktioniert. Ich habe ihn dann einfach mal beim Spiel, vor einem Spiel im Hotel, habe ich ihm mal Szenen von ihm vorgespielt, aus seiner Zeit bei Arsenal London. Und dann sagte er zu mir, ja, das ist schon so lange her, das bin ich gar nicht. So, und dann hatte ich aber zum Glück, darauf war ich eingestellt, hatte noch ein anderes Video parat, das war noch von dem Spiel, was er für uns gemacht hat. Und das war damals gar nicht so weit weg und habe gesagt, pass auf, dieses Spiel ist jetzt 2 Monate her, das ist gar nicht so weit weg, wo er ein überragendes Spiel gemacht hat. Und habe ihm gesagt, pass auf, das ist die Wahrheit, das ist das, was du leisten kannst und du bist jetzt gesund. Und das ist das, was du auch in Zukunft bringen wirst. Jetzt ist es natürlich wieder so, dass er wieder eine Knieverletzung hat und jetzt gerade in Japan ist und weit weg von der Mannschaft. Aber ich denke jetzt mal so, gerade als ältester Spieler muss man schon gucken, dass man die Leute so ein bisschen zusammenhält und auch gerade die Leute mit aufbaut, die vielleicht gerade hinten dran sind. Sei es jetzt durch eine Leistungsschwäche oder sei es jetzt einfach durch eine Verletzung. Da versuche ich dann immer schon ein bisschen dran zu bleiben, so ein bisschen das Gespür dafür zu haben. Und hast du von jedem... Ja.
Hast du von jedem eurer Spieler Videos irgendwie in der Schublade oder war das jetzt einfach nur Zufall? Nö, wenn es sein muss, klar, habe ich, das ist ja kein Problem. Also wie gesagt, wir haben extra einen Videoanalysten, von dem kriege ich alle Fußballvideos, die man so haben kann. Selbst das Champions League-Finale von 98 würde ich von ihm noch bekommen. Wen es interessiert, mich jetzt nicht so. Aber da habe ich mich halt einfach für den Spieler interessiert. Und da war das dann einfach gute Szenen auch von jemandem zu bekommen, der auch talentiert ist. Ja, woher hast du dieses irgendwie Soziale? Ist das aus der Familie? Oder bist du so auf die Welt gekommen? Also ich bin ja in München aufgewachsen, da geht man sich schon mal gerne mal auf die Nerven gegenseitig und so bin ich dann eigentlich auch 18 Jahre dann auch aufgewachsen und habe dann das große Glück, dann als damals arbeitssuchender deutscher Ausländer sozusagen aus Bayern dann hierher zu kommen und dann auch mal zu erfahren, wie es ist, wenn man sich nicht gegenseitig so auf die Nerven geht, das Zusammenleben. Und ich glaube, da hat mich der Verein und das Viertel auch so ein bisschen geprägt und ich glaube, das ist das, was mich da so ein bisschen inspiriert hat. Du bist in Kelheim geboren, aber aufgewachsen, also zumindest jahrelang in Unterhaching und hast da auch gespielt. Ins Tor kamst du, weil du einfach ins Tor gestellt wurdest, ne? Und kein anderer wollte. Ja, das ist so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Also ich habe beim Fußball angefangen, wie jeder, so kleiner Junge auf der Straße und so ein bisschen gebolzt. Und dann irgendwann, der Gartenzaun hatte dann schon so eine Delle gehabt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken, wo wir ein anderes Tor herbekommen. Und dann waren ständig die Knie offen und die Jeans war kaputt. Und weil man auf Asphalt gespielt hat. Und dann hat ein Freund gesagt, du, pass auf, ich bin in einem Verein, da kann man auf Rasen spielen. Da tut es auch nicht so weh, wenn man hechtet und gerätscht. Dann haben wir, okay, super, das schaue ich mir mal an. Und ja, erstes Training, der Neue musste dann ins andere Tor und der andere Torwart, der schon da war, war in dem anderen Tor. Und da habe ich die Sache anscheinend so gut gemacht, dass in der Trainingszeit, pass auf, Wochenende, wir stellen dich in die Kiste. So, ja, okay, alles klar, mal gucken, wie das ist. Es war nur so, mein allererstes Spiel als Torwart war dann wirklich so, ich stand, man spielte damals noch 2x20 Minuten als kleiner Knirps, dass kein einziger Ball aufs Tor kam und ich stand 40 Minuten an einer Stelle und habe geguckt, was die da vorne und wie die Tore schießen. Das Spiel ging 8-0 aus. Und ich bin damals mit meinen 6 Jahren dann zum Trainer hin und habe gesagt, Trainer, wenn es weitergeht, dann habe ich keinen Bock mehr auf Torwart. Okay, mittlerweile ist es spannender. Du hast noch andere, also das Talent ist jetzt offensichtlich, aber noch andere Talente. Und zwar, also man muss jetzt erstmal kurz zurückspringen. Deine Schwester ist die sehr bekannte Schauspielerin Bernadette Herwagen, auch Grimme-Preisträgerin. Du hast auch schon Schauspielerfahrungen. Und zwar hast du mitgespielt in einem Kinofilm, Antisocial, in 2 Worten geschrieben, falls ihr den jetzt googelt. Ein Krimi. Eigentlich wolltest du in Budapest aber nur einen Freund besuchen. Kannst du uns davon erzählen? Ja, es war so, dass ich ein befreundeter, der ist Regisseur, ein Freund von mir aus London, der hatte die Idee gehabt, die Geschichte von Bernd Trautmann zu verfilmen. Eine super Geschichte, würde auch super jetzt in die Zeit reinpassen, wird jetzt auch verfilmt, leider nicht von ihm. Und dann haben wir drüber geredet, das würde super passen mit dir und hin und her. Und dann so ein bisschen, wir haben so ein bisschen rumgesponnen. Und irgendwann hat er mich angerufen und gesagt, du, pass auf, wir drehen gerade in Budapest, hast du Lust mal vorbeizukommen, dir das anzugucken, wie das so ist an einem Set und so weiter und so fort. Und dann bin ich dorthin geflogen und dann war morgens irgendwie, wurde das Set aufgebaut, das war in einem Flughafen, eine Szene in einem Flughafen mit 150 Statisten. Und ich kam dorthin und dann kam dann die Aufnahmeleiterin oder die Regieassistentin und sagte so, ja, hier ist dein Text, du hast gleich Maske und kriegst gleich Klamotten und so. Und ich so, warte mal, das war jetzt so eigentlich nicht ausgemacht. Und es war dann wirklich eine ganz kleine Rolle und war aber mit den Hauptdarstellern und ja, war eine super Erfahrung, war ganz nett. Ja, also Lust auf mehr? Könntest du dir das vorstellen, so in 10 Jahren nach der aktiven Karriere Schauspieler zu werden? Boah, ich sehe es ja so ein bisschen bei meiner Schwester, wenn die dann so Nachtdreh haben und dann Mittagspause. Die Mittagspause ist um 3 Uhr morgens und dann wird dann weitergedreht, bis die Sonne wieder aufgeht. Also es ist schon ein harter Job so. Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen könnte, mal reinschnuppern wäre bestimmt mal interessant. Aber so als richtigen Job, boah, muss ich sagen, Hut ab. Vor allen Schauspielern, was die leisten, ist schon nicht ohne. Und vielleicht sonst in Richtung Coach, Motivation, sowas, Psychologie oder so? Dazu müsste ich ja erstmal auch studieren, also Psychologie studieren. Ja, wir reden ja von in 10 Jahren, also noch bist du ja aktiver Fußballer. Ja, da muss ich auch erstmal wieder die Schulbank drücken und so, mein Abitur ist schon 17 Jahre her, von daher muss ich nochmal gucken. Nein, also mal gucken, also wo mich die Reise hinführt, aber ich bin jetzt noch relativ fit. Für mein Alter möchte ein paar Jahre spielen und ja, ich hoffe, dass es dann noch so ein bisschen geht. Ja, und wir wollen dich auch noch eine Weile sehen. Wir wollen unbedingt noch hinweisen auf das Testspiel für die Zuschauer hier morgen am 10.11. Freitag. Und da gehen die Erlöse auch an die Kiezhelden. Ja, genau. Also morgen 19 Uhr gegen einen dänischen Erstligisten. Wir spielen am Millerntor und der Eintritt ist von 1 Euro ab 1 Euro bis unbegrenzt. Und die Reinerlöse gehen natürlich an Kiezhelden, das ist die soziale Seite vom FC St. Pauli. Also man tut auch noch was Gutes, wenn man dort
zum Spiel geht. Herrlich. Und ich danke dir soweit. Wir sprechen uns aber noch, lieber Philipp. Und wir gehen jetzt ab von hier zur Bühne. Dazu gibt es Musik, das Horse with No Name Orchestra. Als Christian, Astrid, Tomate, Horst und ich uns das letzte Mal, sagen wir mal, zu einer, nennen wir es Produktionssitzung, getroffen haben und in der lustigen Mama gelandet sind, das ist eine Kneipe hier am Kiez, da gibt es geschnittene Luft und eine Jukebox, da hat der Tomate wie immer die Nummer 7419 gedrückt, denn das ist das Lied Aloha Hea He. Der Rest des Abends, ich kann mich nicht daran erinnern, ehrlich gesagt, aber ich kann mich jetzt endlich mal bei Achim für diesen Abend bedanken. Er ist nämlich hier. Willkommen bei TalkDot, Achim Reichel. Hallo, guten Abend. Hallo, hey, hey. Mhm. Keine Ahnung, wie der Abend ausging, aber ich kam nach Hause. Warst du schon mal in der lustigen Mama? Kennst du das? Die lustige Mama? Die Kneipe? Nee. Musst du mal hin. Muss ich hin. Aber drück bloß nicht die 7419, das kann ich dir sagen. Ach so, okay. Oder, ich werde dran oder denken, doch. Alles klar. St. Pauli ist ein Kiez, den kennst du sehr gut, denn du bist hier aufgewachsen. Naja, sagen wir mal lieber, ich kannte ihn mal gut, ne? Also als ich hier aufwuchs, das waren Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er. Und ich bin hier auch in der Taubenstraße hier nebenan zur Schule gegangen. Ja, das war mal mein Stadtteil. Ich kannte mich hier mal ziemlich gut aus. Im Moment hat sich viel verändert. Wir hatten ja wirklich wahnsinnig viele Leute, die sich als St. Pauli-Kenner geben. Conny Littmann natürlich schon zu Gast, Kalle Schwensen war schon hier, Michel Ruge war hier, Lilo Wanders war hier. Und die sagen eben auch, es hat sich wahnsinnig viel verändert hier. Aber was ist denn die Veränderung für dich? Naja nun, es ist nicht mehr so ein, wie soll ich sagen, so ein monothematisches Stripviertel, so wie das mal war, ne? Also ja, jetzt gibt's Talk dort, ja. Ja, hier passiert jetzt mittlerweile ein bisschen mehr, also und das finde ich gut, das tut dem Stadtteil gut. Ja, also das ist so besser als immer nur, also hier sind sie noch nackter als nebenan oder irgendwie. Wie, Astrid ist schon wieder nackt, das kann nicht wahr sein. Da muss man aufpassen. Du hast hier eine Kellnerlehre gemacht, ich glaube unten an den Landungsbrücken, ist das richtig? Das ist richtig, Schiffssteward zu werden, weil du in die Fußstapfen von Daddy treten wolltest. Ja, das war mal mein Plan, das ist richtig. Was ist denn aus diesem Plan geworden? Naja, es kam halt eine Gitarre dazwischen, ne? Also und das war auch hier in der Nebenstraße, da wohnte ein alter Kumpel von mir, der Winfried. Und der hatte so einen Partykeller und da hing an der Wand immer so eine Gitarre, so neben Fischernetzen und so ein Zeugs, hing da eine Gitarre. Und ich dachte, wie schade um das Ding. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, sag mal, was ist denn mit der Gitarre da? Ja, wieso interessiert die dich? Ich sage, naja, schon. Ne? Naja, und am Ende habe ich sie also eingetauscht gegen einen alten Plattenspieler. Und so kam ich dann zu meiner ersten Gitarre. Das war die erste Gitarre und damit ist das Kellner-Tablett auch weg gewesen. Das Kellner-Ding war damit ziemlich schnell überholt, ja. Hast du denn aus der Zeit irgendwas mitbekommen? Wir hatten ja auch mal Captain Hubert Neubacher da, der meinte, da lernt man Disziplin, Anstand und dass man immer pünktlich ist, wenn man Kellner lernt. Hast du das noch? Das erinnere ich anders. Also, das ist ein Job, der kann ziemlich druckvoll sein. Also vor allen Dingen an der Stelle, wo die Sachen, die man da zum Tisch transportieren soll, aus der Küche kommt. Wenn man dann feststellt, hey, die Kartoffeln fehlen oder die Gemüsebeilagen oder ich weiß nicht was. Und also in der Küche habe ich festgestellt, da ist immer am meisten Druck. Also leider ist es da auch noch am wärmsten. Also es kommt noch dazu irgendwie. Aber also, naja, also Kellner brauchen es ja nur bringen, nicht? Ja. Also irgendwie, ja. Na gut, aber sie sind natürlich das Aushängeschild eines Lokals, gell? Da muss man schon, die müssen ja freundlich sein, sympathisch. Ja. Okay, ja, okay. Also ich meine, okay, als Lehrling hat man da noch nicht so einen Sinn dafür. Also ob man nun ein Aushängeschild. Hauptsache raus den Scheiß. Ja, also man hatte da seinen Chefkellner an seiner Seite
Und die brachten schon Zoten genug irgendwie. So, also da waren dann so auch Typen bei. Also eins musst du dir mal merken: Verkauf keine Bockwürste. Ne? Also sag doch lieber, wollen Sie nicht was Vernünftiges essen? Sowas. Und da hatte ich dann irgendwie Hemmungen, ne? Muss ich schon sagen. Also, naja. Und mit 16 hast du dann tatsächlich, da ging es ja schon los bei dir, mit 16 im Dezember 1960 hast du die Rattles gegründet mit deinen Rattlem. Ja, naja, okay. Mit 16. Wir waren Fans, ne? Wir waren Fans von Rock'n'Roll und von alten, was heißt alten, also von Single-Scheiben und so. Und die waren verdammt schwer zu kriegen hier in der Stadt und überhaupt in unserem Land. Ja, und für uns war Rock'n'Roll einfach das Größte. Da war ein Rhythmus im Spiel. Der konnte einen schon richtig durchrütteln, ne? Und sowas kannte man auch gar nicht zu der Zeit. Also das war einfach ein großes Ding. Und ihr habt es ja auch nicht gegründet, weil ihr irgendwie berühmt werden wolltet, nehme ich an, sondern weil ihr Bock hattet, Musik zu machen, oder? Nee, berühmt werden. Ich meine, sowas hatte man noch, das hatte man gar nicht im Sinn. Man hatte einfach nur Bock auf diese verdammte Musik und hatte so seine Probleme, seine drei Akkorde denn auch zu lernen, die dafür notwendig waren. Ja, das hat Horst auch hier. Ja, also ich kann dich ja mal fragen, wie lange er geübt hat, ne? Also jedenfalls war das ja. Üben, ja. Dachte ich mir doch. Na jedenfalls, also für mich war es das Schwerste eigentlich, dabei im Rhythmus zu bleiben. Ne? Also Akkorde wechseln ist das eine, aber dabei im Rhythmus zu bleiben, das ist eigentlich noch die gehobenere Disziplin irgendwie. Ihr habt dann im Februar 63 im berühmten Star Club einen Wettbewerb gewonnen. Daraus resultierte, dass ihr als einzige deutsche Band da überhaupt mal auftreten durftet. Ja, das war für uns also so was Ähnliches wie ein Ritterschlag. Ne? Also es ist zwar hier unsere Stadt und also irgendwie uns Star Club, schön und gut. Und wir waren dann die erste deutsche Band, die da hierzulande dann auch auftreten durfte. Also eigentlich ein bisschen komisch, aber so waren halt die Zeiten. Ne? Die Guten kamen immer woanders her. Ja, frag uns mal. Aber das ist am Rande. es hat aber auch daraus resultiert, nicht nur, dass ihr im Star Club aufgetreten seid, sondern dass es zu einer England-Tournee gekommen ist. Und zwar mit den damals noch unbekannten Rolling Stones. Etwas bekannter zu der Zeit war schon Little Richard. Mit denen seid ihr kurz mal in England auf Tour gegangen. Ja, das war äußerst interessant. Das war eine sogenannte Package-Tour. Das heißt, da spielten mehrere Künstler in einem Programm. Und wer waren da eigentlich dabei? Little Richard, die Everly Brothers, Bo Diddley, die Rolling Stones, Mickey Mouse, der machte dann später so ein Label da und produzierte andere Künstler. Und so diese Nummer, die da so untereinander so abging, das war für uns natürlich irre aufregend. Ne? Also, weil die Stones waren irgendwie schon mal auf uns nicht so gut zu sprechen, weil auch wir Chuck Berry-Titel spielten. Das mochten die gar nicht. Ne? Also, und dann haben wir gesagt, naja, okay, das spielt ihr eben bei Johnny und wir spielen Johnny Be Good. Und dann muss Hauptsache, das Ding wird runtergehen. Und ja, die waren jetzt im Stadtpark, ich wohne ja in Winterhude auch übrigens, ein schönes Stadtviertel, und da haben sie den ganzen Stadtpark auseinandergenommen, weil die Stones jetzt, warst du am Konzert oder hast du irgendwie noch Kontakt oder sowas mit denen? Nee, also ich bin eigentlich irgendwie für solche Sachen zu dezent veranlagt. Ich mache es überhaupt nicht, irgendwie so Leuten auf den Keks zu gehen. Sag mal, weißt du noch, damals, da haben wir doch mal zusammen und so. Da musst du dich doch erinnern, oder. Nee, das muss nicht sein. Wobei, Dings hast du wieder getroffen, Paul McCartney von den Beatles, ne? Den hast du wieder getroffen irgendwann mal. Ja, okay, den hat man, uns verband dann auch noch ein bisschen mehr. Also die Beatles waren ja zu der Zeit in Hamburg ja eben auch nur eine Band von vielen. Und mit denen konnte man völlig ohne das Gefühl, dass da irgendwelche Barrieren sind oder so, mit denen konnte man ganz normal reden. Bei Gretel und Alfons in der Freiheit haben wir unser Bier getrunken und haben einen ausgeschnackt. Also das ist eigentlich heute, ja okay, im Nachhinein wird das immer so glorifiziert. Ne? Damals war uns das ziemlich normal. Und dass die Rattle-Karriere in gewisser Weise ein bisschen zu Ende gegangen ist, liegt daran, dass du eingezogen wurdest. Ja, man wollte auf meinen Beitrag
zur Verteidigung des Landes nicht vergessen. Ja, schau uns an, wie gut es uns geht. Also es muss ja was geholfen haben. Ja, ja, hör mal. Also, und die hatte ja einen lustigen Werbegag, ne? Also, ohne mir wäre da alles schiefgegangen. Ne? Also völlig klar. Und die hatte ja einen lustigen Werbegag. Das Stichwort ist natürlich, trag es wie ein Mann. Oh, hör auf, ja, auf. Ja, so, ja, was müssen wir denn wie ein Mann tragen? Ja, da kamen ja nur die Strategen ins Spiel, ne? Oh. Ach, der Werber? Achim, ja, er musste seine Haare lassen und jetzt muss er dann auch noch Soldat sein, der arme Kerl. Aber wenn er jetzt so ein Lied singt, wie trag es wie ein Mann, jedenfalls sagte man mir das, die ganze Nation werde ich ans Herz drücken, ne? Also, ist es ein Erfolg geworden, dieser Song? Nein, Gott sei Dank nicht. Also Gott sei Dank nicht. Also man stelle sich nur mal vor, das wäre ein Erfolg geworden. Was wäre dann passiert? Ich glaube, ich hätte mich heute gar nicht selbst wiedererkannt. Also, naja, dann hätte aus mir halt so ein sülziger Schlager-Heini werden können. Ne? Also, oh. Ja, also da bin Wer ich... Wer weiß, also, er hätte Tomate nie die 7419 gedrückt in der lustigen Mama. Das kann natürlich... Ja, wir wissen das. Ich erinnere mich sehr, sehr dunkel, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, mein Gott, jetzt geben wir... Ach, mein Gott, Astrid, das ist ein guter Übergang. So, erst nehme ich zu Gast in vielen Haushalten, Millionen von Haushalten, meistens immer um Punkt 20 Uhr. Heute ist er zu Gast bei uns, Punkt 20.49 Uhr. Astrid, bitte. Hier ist er, Tagesschausprecher, Journalist, Buchautor und dazu gibt es megamäßig geiles Reggae-Licht, das Christian gerade auf seiner Kamera hat. Und auch Iron Man, hier ist Thorsten Schröder. Guten Abend, Thorsten. Guten Abend, hallo. Herzlich willkommen im Talkdot. Wie läuft's mit dem Licht, Christian? Bis jetzt läuft's doch gut. Sag mal, warst du beim Bund? Achim musste zum Bund und du? Nee, ich war nicht da. Ich hatte T5. Ich wurde ausgemustert. Aber es hat wirklich einen tragischen Hintergrund. Ich musste wirklich an der Wirbelsäule operiert werden. Deshalb mache ich jetzt ja Ironman und Langdistanzen. Aber wirklich jetzt? Wirklich T5? Ja, das Mitleid ist berechtigt. Also ich konnte jahrelang keinen Sport machen. Was meint ihr, wie schrecklich das für mich war als leidenschaftlicher Fußballer? Aber okay, da musste ich durch. Das ist wirklich dramatisch. Du hast eben noch kurz mit Philipp geschnackt und über irgendwas habt ihr euch gestritten. Du bist übrigens St. Pauli-Fan. Wie ich. Wir sind St. Pauli-Fans. Ja, das ist richtig, St. Pauli-Fan. Seit 1983 übrigens, also ich bin schon ein bisschen älter. Und wir haben uns gestritten über, er meinte ja, bei Unterhaching sind immer in der ersten Liga auch so 10.000 oder 12.000, oder was hast du gesagt? 10.000, 12.000 Zuschauer gekommen. Ich glaube, es waren 5.000 oder 5.500, weil ich fand Unterhaching in der ersten Liga fand ich ganz schrecklich, ehrlich gesagt. Und ich fand, dass die da nicht hingehörten. Zweite Liga gegen St. Pauli durften sie gerne spielen, aber dritte Liga, da sind sie jetzt, glaube ich, gut aufgehoben. Aber ich muss es nochmal googeln. Ich muss nochmal googeln, deshalb habt ihr mich ja von hinten nach vorne geholt. Ich war hinten. Philipp, wink mal, bist du in anderer Meinung, ja? Ich glaube, es waren nicht 50.000 waren es. Ja. Er sagt 50.000, nicht 50. In der gesamten Saison, richtig. Du bist St. Pauli-Fan, wo stehst du denn bei Heimspielen? Auf der Gegengerade, wie sich das gehört, sitzen ist ja für den Arsch und deshalb stelle ich mich da auf die Gegengerade. Ja, ich stehe da auch. Wurde ich eingeladen in so eine Loge, ganz nach oben mit Häppchen und allem drum und dran. Das war eigentlich wie im Fernsehsessel, total langweilig. Also man konnte dann rausgehen, hatte einen super Überblick, das fand ich eigentlich ganz schön. Aber ja, die Sicht war großartig, aber es ist natürlich netter, wenn man da mit den Kumpels steht und seine Apfelsaftschorle trinkt und eine Menge Spaß hat. Also ich stehe auf Höhe des Elfmeterpunktes zur Süd hin, gegen gerade 10. Reihe. Sag mal, du hast eine Lebensdauerkarte, ne? Ja, Lebensdauerkarte. Wann wurde die vergeben? 2003 oder wann war das ungefähr? Ja, damals ging es ja dem FC St. Pauli völlig überraschend finanziell nicht so gut. Und da wurden ja so ein paar Sachen gemacht wie Retter-T-Shirt und eben auch die Lebensdauerkarte. Da wurden 300 Stück rausgehauen. Und da ich die ersten, 25 Jahre meines Lebens dort verbracht habe, dachte ich dann auch, naja, was soll sich in den nächsten 25 oder 50 Jahren ändern? Der Verein hat mein Herz, der wird es auch weiterhin bleiben. Deshalb habe ich dann bei der Lebensdauerkarte zugeschlagen. Das war ein problematisches Investment, weil man wusste ja nicht so ganz, kriegen die die Lizenz, sacken die in die fünfte Liga ab?
Aber es war gut investiert, weil nachher sind wir ja nochmal in die erste Liga gekommen und da haben sich ja alle um die Karten gerissen. Ich musste nichts tun, ich hatte immer Eintritt. Ein Traum, auch heute immer noch ein Traum. Es ist schön. Es ist herrlich. Darf ich mal kurz fragen, was machen wir mit dem Licht? Wollen wir irgendwie, gibt es ein neues Kopflicht, das wackelt wahnsinnig? Dann warten wir mal einen kleinen Moment, wir tauschen mal einen kleinen Moment. Sorry Leute, es ist so schön, dass ihr da alle steht wie die Erdmännchen. Ihr seht super aus. Ihr seht megamäßig gut aus. Gebt euch selber mal einen Applaus bitte. Ein Applaus für die Erdmännchen. Und es ist so schön, dass ihr alle zusammen hier seid. Wir sind heute mal wieder ausverkauft. Und trotzdem habe ich noch zusätzlich 6 Leute reingeschleust. Oh, Licht, wo wollen wir denn jetzt ansetzen? Okay. Und es ward Licht. So sehen Thorsten und ich mit Licht aus. Ja. So ist das nämlich. 2 St. Pauli-Fans unter sich. Und jetzt muss ich es aber endlich loswerden, denn der Knaller ist natürlich der 14.10. dieses Jahr. Du bist auf Hawaii bei der Weltmeisterschaft beim Ironman mitgelaufen und durchs Ziel gekommen. Wie fühlt sich's an? Ja, immer noch sehr schön. Also ja, das war schon klasse. Also ich denke da immer noch jeden Tag an dieses grandiose Rennen. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn ich mich da natürlich ein bisschen durchquälen musste. Aber es war großartig. Großartig war auch, sich zu qualifizieren. Hier in Hamburg, auch noch in meiner quasi Heimatstadt, die Quali zu schaffen bei dem Ironman hier und dann nach Hawaii fahren zu dürfen. Also wirklich, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Es war ja ein knappes Höschen, weil in Frankfurt... Ein knappes Höschen. Siehst du, jetzt habe ich mich doch versprochen. Es war ja eine knappe Kiste, denn in Frankfurt fehlten ja 93 Sekunden, richtig? Und in Hamburg hat es dann hingehauen. Du hattest, glaube ich, am Tag danach Dienst, 20 Uhr Dienst bei der Tagesschau und hast durchgegrinst. Das ist ja bei Nachrichten nicht immer angebracht. Das behaupten Leute, dass ich durchgegrinst hätte. Das ist natürlich völlig falsch. Ich war sachlich, nüchtern, neutral, wie immer. Sehr schön. Ironman, das bedeutet knapp 4 Kilometer schwimmen. 4 Kilometer schwimmen, das ist übrigens 80 Mal die Alsterdorfer Schwimmhalle. 180 Kilometer Fahrrad fahren, 42 Kilometer laufen. Warum in der Reihenfolge? Weil wahrscheinlich, also das Schwimmen kommt wahrscheinlich am Anfang, weil wenn es am Ende käme, nachdem man schon so viel gelastet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu ertrinken, glaube ich, ein bisschen höher. Deshalb kommt es gleich am Anfang. Also rein praktisch, aber du weißt es nicht. Nee, aber ich glaube, das sind dann praktische Erwägungen. Und es ist natürlich auch schöner, langsam ins Ziel zu laufen, als ins Ziel zu schwimmen. Ja? Also das, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Wie macht man das? Über die Ziele? Nee. Also ich glaube, das klingt logisch, diese Reihenfolge. Gibt es da Pannen? Weil du musst ja irgendwann aufs Fahrrad, du musst dein Badehöschen irgendwo lassen, du musst dann irgendwann die Rennschuhe anziehen, also die Laufschuhe. Ist das nicht logistisch totales Chaos? Nee, Chaos nicht. Das überlegt man sich vorher, was man wo, wie, wann hintut und was in welchen Wechselbeutel gehört. Also vor jedem Rennen bekommt man die entsprechenden Wechselbeutel für die Laufutensilien, für die Fahrradutensilien und die hängen dann eben auch da. Also wenn du aus dem Wasser kommst, dann hängt da dein Wechselbeutel mit dem Fahrradhelm, mit den Fahrradschuhen, mit was auch immer du noch brauchst fürs Fahrradfahren und dann rennst du zum Rad mit den Utensilien, ziehst dich um und dann hüpfst du aufs Rad. Und wenn du mit dem Rad ins Ziel kommst, nach 180 Kilometern, dann hängt da dein Laufbeutel mit den Laufschuhen. Mehr brauchst du eigentlich in der Regel nicht. Vielleicht noch ein Cappy bei der Hitze da auf Hawaii. Also von daher ist das alles gut durchdacht. Und vorher, ja, zugegebenermaßen, stehe ich dann da auch minutenlang und überlege, hast du jetzt wirklich alles beisammen? Kannst du die Beutel so abgeben, wie sie da liegen? Oder fehlt noch irgendwas? Aber in der Regel klappt das eigentlich ganz gut, dass ich alles zusammen habe. Und keine Pannen? Also hat das auch noch nie einen Platten oder so? Nicht mal das. Also bei den Cyclassics Classics hatte ich schon Pannen und Platten. Aber bei einem Ironman zum Glück noch nicht. Toi, toi, toi. Hat bisher immer alles geklappt. Ja. Toi, toi, toi. Und es hieß dann nach 10 Stunden, 56 Minuten Zieleinlauf. In der Altersklasse männlich 50 bis 54, du bist doch gar nicht 50, Platz 68. Diese Zahlen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und insgesamt Platz 989, ich meine von der Welt, ey, Alter. Ja, aber das ist echt total Banane. Ja, ey, geil. Ja. Woo. Das ist natürlich klasse, das ist ja großartig, aber... die Platzierung ist echt total Banane. Also die Platzierung war in Hamburg und in Frankfurt bei dem Quali-Rennen wichtig. Da wollte ich ganz nach vorne. Da wollte ich eine vordere Platzierung, weil ich ja damit nur nach Hawaii kommen konnte. Aber auf Hawaii, ich ahnte schon, dass ich nicht Weltmeister werden würde.
Deshalb ging es einfach nur darum, ins Ziel zu kommen, Spaß zu haben und eine schöne Zeit mit den anderen armen Teufeln, die sich da über die Strecke geschleppt haben, zu verbringen. Und so war es dann auch. Es war ein großartiges Rennen, hat echt Spaß gemacht, obwohl der Marathon echt heftig war und ich mich da von Verpflegungsstation zu Station nur so geschleppt habe. Aber das ist ja völlig vergessen, wenn du auf der Zielgeraden bist, dann ist ja eh alles vergessen und alles ist nur geil und großartig. Und so war es auch. Und eingelaufen bist du natürlich Philipp Heerwagen im FC St. Pauli T-Shirt. Oh, auf Hawaii, das ist so toll. Ja. In meinem FC St. Pauli Renndress, denn ich bin natürlich, wie sich das gehört, auch beim FC St. Pauli Mitglied in der Triathlon-Abteilung, denn der FC St. Pauli hat eine Triathlon-Abteilung. Also, wer sich für Triathlon interessiert, wir nehmen noch Mitglieder auf. Das checken wir gleich mal, denn welche Vorbereitung gehört dazu? Ist das irgendwie in einem halben Jahr gemacht? Also eine Langdistanz ist nicht in einem halben Jahr gemacht. Also ich hatte jetzt so einen 2-Jahres-Masterplan und im vergangenen Jahr, ich habe wirklich 52 Wochen hart trainiert, sehr lange intensiv trainiert mit 3 Trainingslagern und nachher in den letzten 3-4 Monaten 15 bis 20 Stunden Training in der Woche, also ein kleiner Halbtagsjob war noch dabei. Aber Langdistanztraining mache ich seit 6 Jahren, habe mich also langsam aufgebaut. Und vor 6 Jahren, als ich das erste Mal so eingemacht habe, war ja nicht an Hawaii zu denken, da war ich ja viel zu lahm. Aber ich bin im Laufe der Jahre immer schneller geworden und irgendwann war es halt so, dass ich in der Nähe einer Hawaii-Quali war und dann habe ich es halt versucht. Mit einem 2-Jahres-Masterplan, der genau aufgegangen ist. Es war ein Traum. Und das Größte war wirklich, in Hamburg die Quali zu schaffen. Beim ersten Ironman in Hamburg die Quali. Geil. Ich glaube es dir. Es klingt fantastisch. Wir können es alle nicht nachempfinden, aber wir glauben es dir. Das ist wirklich so. Es ist so. Ja, ganz nebenbei bist du auch noch Mr. Tagesschau. Das können wir jetzt nicht ganz unerwähnt lassen. So. Du hattest gerade in der 20-Uhr-Sendung 10-jähriges Jubiläum. Kannst du dich noch an deine allererste Tagesschau-Sendung erinnern? Also nicht 20 Uhr, sondern überhaupt die erste Tagesschau-Sendung? Ja, dunkel. Die war irgendwann mittags. Das war eine kleine 3-minütige Sendung. Und ich glaube, ich habe einen kleinen Versprecher drin gehabt. Aber mittags haben wir nicht so wahnsinnig viel geguckt. Deshalb war das nicht so schlimm. Aber die habe ich auch irgendwie rumgekriegt. Ich war natürlich nervös, glaube ich. Ja, aber es ist schon ein bisschen her. Das ist ja schon 18 Jahre her. Aber apropos, du versprichst dich auch einfach nicht, ne? Du siehst einfach gut aus und versprichst dich nicht. Du stehst da und versprichst dich nicht und siehst gut aus. Und alle denken, toll, wie macht er das? Also ich beim Radio verspreche mich ständig bei den Nachrichten. Das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Genau so ist es. Ja, wäre schön. Wäre ja schön, wenn das so wäre. Ich verspreche mich natürlich andauernd, gefühlt verspreche ich mich andauernd. Also es sind dann halt auch so blöde Haspler, Verhaspler einfach nur. Nichts Lustiges, außer einmal statt Bundeskanzlerin Merkel habe ich dann Bundeskanzlerin Kohl gesagt. Das ist aber, ja, das ist auch schon ein paar Jährchen her. Kleiner Freudscher Versprecher, also sowas passiert immer wieder. Nur, wenn man eben nicht jede Tagesschau guckt, und das macht ihr wahrscheinlich alle nicht, jedenfalls nicht jede, und wir haben ja auch rund um die Uhr insgesamt 20 oder 24 Tagesschauen, da gehen dann eben auch mal ein paar Versprecher, die ich mache, unter. Wann hast du denn besonders viel Spaß bei den Sendungen? Gibt es irgendwelche vielleicht politischen Weltlagen, die spannend sind? Oder wann hast du Freude im Job? Oh, bei der Tagesschau Spaß zu haben bei den Meldungen, das ist ja ganz schwierig. Also was die Meldungen anbelangt, also der Job, die Arbeit selber macht viel Spaß. Ich meine den Job. Aber es gibt auch Nachrichtenzynismus, dass man sagt, oh, was Schlimmes passiert, ich habe eine neue Eins. Ja, eher nicht. Also das finde ich dann nicht so lustig und da bin ich dann auch zum Glück doch professionell und schalte dann den Profi ein und lasse das nicht an mich rankommen. Aber lustig ist das gerade zur Zeit und in den vergangenen Jahren dann wirklich nicht so richtig. Ist eher ein bisschen schlimmer geworden. Deshalb sind die Meldungen nicht so toll, aber der Job an sich macht mir schon noch Spaß und auch das, was ich sonst noch mache an Moderation, ist einfach eine großartige Sache und eine tolle Abwechslung, weil ich ja nebenbei auch noch andere Sendungen moderiere in der ARD und im NDR. Und das ist eine tolle Kombination. Ja, ich habe gelesen, dass du aber Dienst hattest als, es klingt jetzt makaber, aber als alle irgendwie darauf gewartet haben, dass Helmut Schmidt, also dass es einfach schlecht um ihn stand. Und du, geschminkt eigentlich schon bereit warst, on air zu gehen. Na, da hatte ich NDR aktuell und wenn wir schon hören, dass es jemandem nicht gut geht und jede Sekunde die Meldung kommen kann, dann sind wir in der Tat schon bereit. Ja, und da saß ich in der Redaktion und wir waren darauf vorbereitet, jede Sekunde auf Sendung zu gehen und irgendwann geschah es dann eben auch an dem Nachmittag und wir waren darum auch ganz gut vorbereitet und hatten uns schon überlegt, welche Gesprächspartner wir ins Studio einladen, wie wir die Sendung aufbauen, was wir machen. Also es war gut vorbereitet und
ja, deshalb kann man sich auf manche Situationen schon einstellen. Ja, und man kann auch mal sagen, dass in allen Redaktionen des Landes auch Nachrufe in Schubladen liegen über bestimmte Personen. Also es gehört einfach irgendwie zum Geschäft dazu. Okay, also Nachrichten können auch ernst sein, das ist klar. Aber ich möchte trotzdem noch wissen, kriegst du so Zuschauerpost? Und dann schreiben dir Frauen, dass deine Krawatte nicht schön war und schlagen dir was Besseres vor oder so? Ja, klar. Ja, in letzter Zeit, vor einem Jährchen ging es los mit der Geschichte, dass ich den zweiten Knopf, den unteren Knopf, öfter mal geöffnet hatte. Und mit dem neuen Tagesschau-Studio, da ist der Tisch ein bisschen tiefer als in dem alten. Und da sieht man dann, wenn das der untere Knopf geöffnet ist, sieht man so das Hemd und vielleicht auch einen Teil der Krawatte rausblitzen. Aber man muss ja eigentlich den unteren Knopf geöffnet haben. Und das mochten die Leute nicht, dann habe ich den Knopf geschlossen. Aber das ist ja gegen die Etikette, das macht man nicht. Der untere Knopf muss offen bleiben. Deshalb, da haben sich dann auch wieder Leute beschwert. Wie geht denn das, dass man als Tagesschau-Sprecher diesen Stil nicht kennt oder die Regeln nicht kennt, dass man wirklich den obersten Knopf zu hat, den untersten geöffnet. Und die Lösung ist jetzt einfach, ich habe den unteren Knopf geöffnet. Wenn es aber so ein Anzug ist, der unten frühzeitig sich öffnet und das Hemd freigeben würde, habe ich ein Tape, dass ich also von der einen Seite zur anderen klebe, damit es unten geöffnet bleibt. Also, das sind so die kleinen Tricks, mit denen ich mich dann versuche zu behelfen. Also, wenn ihr mal wieder die 20 Uhr Tagesschau seht und unten blitzt das Hemd raus, dann ist dieses Tape leider abgegangen. Da muss ich nachdrücken. Wir werden darauf achten. Suchst du deine Klamotten selbst aus? Ja, ich war heute Morgen gerade wieder Anzüge kaufen und eine Krawatte. Ja, genau. Also da gehe ich selber los mit einer Klamottenberaterin, die wir mittlerweile haben. Seit ein paar Jahren, 3-4 Jahre, haben wir jetzt eine, die uns an die Seite gestellt wird, die uns dann so ein paar kleine Tipps gibt, was wir denn so anziehen sollten. Und das ist vielleicht auch manchmal ganz hilfreich, obwohl mittlerweile habe ich da schon meinen Stil, meinen eigenen und meinen eigenen Geschmack gefunden. Das war damals, als ich angefangen habe bei der Tagesschau, überhaupt nicht so. Da war ich ja 4 Jahre lang beim Radio und freute mich, wenn ich zum Frühdienst auch unrasiert, ungekämmt und im T-Shirt oder Pullover erscheinen konnte. Und deshalb war es ein ziemlicher Schritt dann zur Tagesschau und plötzlich Anzüge anziehen zu müssen. Da kannte ich mich gar nicht aus. Meine Freundin kannte sich auch null aus. Deshalb habe ich dann als ersten Anzug den Klassiker genommen. Schwarzen Anzug, weißes Hemd, rote Krawatte. Das geht immer irgendwie. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit schon so entwickelt, dass ich jetzt auch weiß, was ich möchte, was mir gefällt und was, von dem ich meine, was mir steht. Also. Ja, und wir haben auch was davon. Du siehst top aus, Thorsten. Ich würde mal sagen, wir beide sprechen uns auch gleich noch. Und jetzt geben wir aber erstmal ab zur Bühne zu Peter und Achim. Tschüss, bis gleich. Kommt dir das Lied auch bekannt vor? Ob mir das bekannt vorkommt? Ja, ja, es ja. Hat also so, ich mir also Es hat so, hatte so Anklänge, ne? Es ist so ein Intro von vielen, ne? Also ja. So. Das ist unser Geheimrezept. Ja, ich möchte euch jetzt auch nicht unbedingt entlarven, das muss ja auch nicht sein. Also. Das machen die schon selber. Nein, das, ja. Es kann nur einen Aloha-He geben. Ja. Habe ich ja nochmal Glück gehabt. Und es kann nur einen Achim Reiche geben und den haben wir heute hier zu Gast. Und du bist jetzt aus dieser Bundeswehr wieder rausgekommen. Dann kam ja auch gleich, Gott sei Dank, das nächste Projekt. Rattles waren dann ja, haben sich einen neuen Sänger gesucht oder beziehungsweise haben sich einen neuen Bandmitglied gesucht. Und dann... Naja, also während ich da beim Bund war, sollte das Rattle-Ding ja mal weiterlaufen. Und die haben sich dann zwei Musiker in die Band geholt, und zwar ein Keyboarder, Bernd Schulz, und ein Sänger, Frank Dossal. Und insofern war für mich so ein bisschen die Situation, als ich da zurückkam, ja, wenn du dich jetzt auch noch dazu stellst, dann sind ja ein bisschen viele Leute auf der Bühne. Dann, also jedenfalls, das schien mir nicht das Ding zu sein. Und insofern war eine neue Band angesagt, das war dann Wonderland. Und das ging von James Lars produziert. Stimmt, ja. Das, also hätte ich auch nicht geahnt irgendwie. Aber das ist wirklich ein Typ. Also ich fürchte, so manch einer hat den unterschätzt. Also weil der hatte richtig was drauf und er hatte auch Geschmack dazu. Und
Naja, und bei unserem ersten Hit, den wir dann gleich hatten, Moskau, da hat er dann auch irgendwie Balalaikas arrangiert und so eine Art Kosakenchor und ich weiß nicht, was alles. Und wir waren also baff erstaunt, dass das tatsächlich zusammenpasste. Also auf James Last lasse ich nichts kommen. Wonderland hieß es. Und dann bist du nach St. Pauli ja auch noch zurückgekehrt in den Star Club. Okay, stimmt, das war dann auch so ein Ding. Also dem Starclub ging es schlecht. Und plötzlich hieß es, ja, den kannst du pachten. Mach doch mal. Und wir haben gedacht, ja, logisch machen wir das, weil wir haben ja Ahnung von Musik. Uns wird sowas nicht passieren. Wir buchen schon die richtigen Leute. Aber was wir irgendwie nicht geahnt haben, war, dass es so ein Zeitpunkt war, wo es gerade so umschwenkte in Richtung Diskotheken. Und ich habe immer gedacht, wie kann verdammt nochmal es interessanter sein als eine Band auf der Bühne, wenn da ein Discjockey irgendwelche Scheiben auflegt. Das wollte mir überhaupt nicht in die Birne, aber es war leider so. Also wir sind dann irgendwann richtig mit Pauken und Trompeten, wie man so schön sagt, pleite gegangen. Herrlich. Gefällt dir. Ja, gefällt gut. Alles weil klar. Sonst wäre ja wieder nichts Neues entstanden. Und das ist ja eigentlich das Konzept. Das ist richtig, Lebens. ja, klar. Du suchst ja immer Neuigkeiten. Apropos neu, brauchst du ein neues Bier? Unbedingt. Also dann, Laura, Schatzi Mausi, bringst du uns nochmal zwei Bier, bitte? Oder Eddie, auch Schatzi Mausi, egal. Zur Hauptsache zwei Bier. Ja. Denn es kam dann AR and Machines. Oha. Ja, nun, okay. Also das kann man nicht so einfach so verkürzen. Das ist nicht so vom Himmel gefallen. Das ist, oder eigentlich ist es doch vom Himmel gefallen. Aha, weil ich saß nämlich zu Hause, hatte mir gerade so ein neues Tonbandgerät gekauft und wollte jetzt irgendwie so ein Gitarrenmotiv irgendwie aufnehmen, ne, wo ich dachte, ey, das solltest du nicht vergessen. Und spiel das mal da eben ins Band rein. Was ist das denn? Ja, das ist jetzt das muss man jetzt erklären. Da muss aber noch einer üben hier. Das ist Milch. Das ist Milch aus einer Brauerei. Muss man denn alle selbst machen? Ich muss mal kurz das. Egal. Problem ist, das war die Chefin vom Cocoon, die Julia. Und wenn schon die Chefs das Bier bringen, das ist immer. Komm, lass uns das einfach einschütten und trinken. Verdammt, wir lassen uns mal nichts anmerken. Ja, alles komm, klar, okay. Ja, also, so, Hauptsache. So kriegen wir die Zeit hier auch rum. Also, so. Also. Du hast was mit der Gitarre ausprobiert. Und es war ein Rekorder. Ja, komm. Das, ach so, genau. In der nächsten Runde ist das unten. Wir wollen ja nicht allzu zerstreut werden jetzt. Also irgendwie, also jedenfalls, ich hatte mir ein neues Tonbandgerät gekauft. Und saß da so mit meiner Gitarre und wollte so ein kleines Motiv aufnehmen und drückte da irgendwie so einen Knopf, guck so gar nicht so richtig hin und jedenfalls ich drücke ihn und das Ding fängt auch an zu laufen und ich spiele mein Gitarrenmotiv und plötzlich dachte ich, hallo, was ist denn jetzt los? Ich habe es eben gespielt und jetzt höre ich schon wieder, das wurde wiederholt. Und es ein waren zweites keine Mal, Drogen im Spiel, es war einfach nur die Maschine. Also in dem Zeitpunkt waren gerade keine Drogen im Spiel. Also ich frage also, nur nach. Ja, nee, genüge deiner Journalistenpflicht, also ich meine, schon in Ordnung. Also jedenfalls, ich fand das interessant. Also man hätte ja auch gleich das Band anhalten können und sagen, Alter, jetzt hast du was falsch gemacht, welchen Knopf muss ich eigentlich wirklich drücken? Ich fand es einfach toll, dass dieses Gitarrenmotiv sich wiederholte, im Rhythmus, immer wieder. Und irgendwann habe ich gedacht, so, und in der Pause da, in der Mitte, da setze ich ein zweites Motiv hin. Und dann war das so ein Frage- und Antwortspiel. Und da habe ich gedacht, boah, ist das irre. Also das ist ja irgendwie, das spielt von selbst, das Gerät. Ich meine, ne? Also dann habe ich noch eine dritte Gitarre und irgendwann saß ich da unter meinem Kopfhörer und hatte irgendwie so einen ganzen Gitarrenwald im Ohr und dachte, wow, hallo, was geht denn hier gerade? Dann also, kamen die Drogen ins Spiel. Nein, auch immer noch nicht. Also, was kommt ins Spiel? Jedenfalls, ich war begeistert. Ne? Also, ich war einfach begeistert und zwar mehr so. Das kann man aber nicht von allen sagen. Also, es kam ja dann 1971 die Grüne Reise raus und da waren nicht alle begeistert von diesem. Okay, du hast es eilig, alles klar. Okay, also, die Grüne Reise kam raus. Ja. Also, und ich dachte, endlich hast du jetzt mal eine Musik am Start, wo keiner sagen kann,
Ja, das ist ja auch nur so ähnlich wie die Ami-Band da oder die da, die Engländer. Und ihr seid so ähnlich, gar nicht so schlecht, aber leider nur so ähnlich. Und habe ich gedacht, ja, aber jetzt habe ich irgendwie so ein Ding gefunden, das macht überhaupt niemand. Okay, also, dass man also ziemlich einsam damit rumstehen kann, wenn man so etwas an den Start bringt, wo keiner mit rechnet und was auch noch gar keiner kennt und wo es auch noch keine Schubladen für gibt und auch noch keine Genrebezeichnung, sondern wo einfach irgend so einer sagt, ja, jetzt heißt jetzt Grüne Reise, müsst ihr jetzt mal gut finden. Ne? Und das, ja, also da merkte ich dann, also selbst der deutsche Musikjournalismus war offensichtlich auch noch in den Kinderschuhen, ne? Also wie man selbst auch, nur die Musiker sind ja doch schon immer so ein bisschen voraus, ne? Ich meine, die Kritiker äußern sich immer dazu, was irgend so einer in die Welt setzt und ihm gar nicht so ganz klar ist, wie wird denn das nun, auf was für einen Boden fällt denn das? Ist das interessant für die Leute oder ist es nicht interessant? In meinem Fall war es einfach nur so, ich habe gedacht, so, und jetzt bist du doch einmal so drauf, dass du dich nicht fragst, was die Leute wollen. Frag dich doch mal selbst, was du gut findest. Ne? So. Das ist aber das Schwierigste, glaube ich. Ja, das ist wirklich ein heikles Ding. Also, weil ich muss ja schnell machen. Ja, du musst schnell machen. Also sag mal, der Loop ist ja jetzt geboren durch dich, kann man wirklich sagen. Also dieses Loopen, das eben immer wieder was widerhallt, wie du das jetzt gerade so anschaulich erscheinest. Ja. Und das Tolle ist, du hast es geschafft, dieses Projekt von damals, von Anfang, Mitte 70er Jahre, wieder herzuholen ins Jahr 2017. Es ist nämlich seit letzter Woche eine CD-Box rausgekommen, umfassend 10 CDs mit AR and Machines und der Auswahl. Du hast, es gibt neues Material dazu, du hast ein Buch dazu geschrieben und warst im September sogar in der Elbphilharmonie damit zu Gast. Ja, wer hätte das geahnt? Ich am allerwenigsten. Also muss ich ehrlich zugeben. Also, weil es war damals ein Musikprojekt, wo ich dachte, okay, hier geht es jetzt nur um Musik. Hier geht es überhaupt nicht darum, was kann der Markt vertragen, was verstehen die Leute, was muss ich tun, um im Rundfunk zu landen, was muss ich hier, weil die sind ja alle mit Formaten unterwegs, ne? Und dann, ja, wir spielen nur die 90er, nur die 80er, die 70er. Also wir, Hauptsache, Radio Hamburg. Hauptsache Hits, Hauptsache Hit, woher kommt, ist egal. Achim, mach deinen Hit woanders und wenn du ihn hast, dann spielen wir ihn. Also das war eins von diesen Zitaten, wo ich dachte, sag mal, weiß der Mann, was er da gerade gesagt hat? Iggy, mach deinen Hit woanders und wenn du ihn hast, dann spielen wir ihn. Was für ein Armutszeugnis ist denn das? Also irgendwie wurde so ein bisschen erwachsen. So kann man das auch sagen. Ne? Und das Ding mit der grünen Reise ging ja eigentlich auch erstmal schief. Ne? Also die Umsätze, die ich gewohnt war, die waren damit nicht zu erreichen. Und insofern war ich nach 4 Jahren, dachte ich, ich wäre durch mit dem Thema. Ne? Und dann habe ich dann irgendwie mit den Shanties weitergemacht. Und, ja, die und kommen jetzt gleich. Die kommen gleich. Nee, die kommen jetzt gleich. Oh, so viel Zeit haben wir dann schon. Ach, nee, und guck mal, das Bier ist fast trinkfertig hier, Christian. Zeig doch mal unser Bier. Ne, das ist doch fantastisch. Prost, Achim. Mit dir schmeckt es am besten. Nicht zu schwer und nicht zu leicht. Und die Shanties machen wir gleich. Die CD-Box gibt es jetzt zu kaufen, AR-Machines, für alle, die das gerne hören wollen und wieder eine Reminiszenz haben wollen, natürlich auch an die Zeit der 70er, wo der Loop erfunden wurde von Achim Reichel. Ja, also ich gehe wirklich davon aus, 70er Jahre, wenn es auch kaum jemand gemerkt hat, das war meine kreativste Zeit. Weil da habe ich ein Ding an den Start gebracht, was plötzlich gar nicht in Deutschland interessant war, aber überall im Ausland, da erreichten mich die verrücktesten Feedbacks oder Mails dann irgendwann auch. Ne? Also und da habe ich echt gedacht, sag mal, also hallo, man sollte doch sein reines Musikerherz nicht unbedingt dem Kommerzdenken opfern. Ne? Also, das ist ein wunderbarer Schlusssatz für diese Runde. Und wir gehen von AR und Peter, jetzt ab zu AR und Peter. Ja.
sind wir, AR, und ich stehe jetzt neben dem Schauspieler Peter Lohmeier. Einen schönen guten Abend, Peter. Nam. Hallo Hamburg. Hallo Hamburg. Ja, vorhin hatten wir den schauspielernden Fußballer oder den schauspielernden Fußballprofi. Und jetzt haben wir eigentlich so den fußballspielenden Schauspielprofi, Schauspieler. Du hast auch schon gespielt, und zwar beim VfB Stuttgart in der C-Jugend, während Hansi Müller in der A-Jugend gespielt hat. Warum wurdest du nicht entdeckt? Naja, ich bin dann umgezogen. Das war eigentlich das Problem. Also so, eigentlich waren alle hinter mir her, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe den klassischen Mittelläufer, den gab es quasi dann noch, gespielt. Und dann kam mein Vater auf die Idee, sich, der ist Pfarrer gewesen, sich mal wieder eine Gemeinde zu suchen. Und wo hat er Gemeinde gefunden? In Nordlüdenscheid. Und ihr wisst jetzt hier vielleicht, ich darf das nicht aussprechen, das Wort. Auf jeden Fall die Stadt, die, glaube ich, Zweiter ist gerade in der Liga. Also da haben wir dann gewohnt. Und da war es natürlich mit der Fußballkarriere da zu Ende. Also quasi, da habe ich mich dann auch um Mädels und Mopeds gekümmert. Und gerade mit 16, wo, das wird der Philipp nachvollziehen können, wo es dann darum geht, machen wir jetzt weiter oder nicht, habe ich dann nicht weitergemacht und scheiße. Ja, scheiße. Geben wir mal kurz an Philipp, ist das blöd gewesen mit 16? Ich muss auch an, was die Alternative ist. Okay, gut. Vielleicht ist es bei Philipp gut gelaufen. Aber du spielst nach... Ja, da gab es keine Mädels, war Philipp, ja. Da unten unter Haching oder wo das war. Du spielst aber noch und auch gelegentlich, und da habe ich dich mal gesehen, bei Kicken mit Herz. Das ist für die Kinderherzstation des UKE. Und da fand ich dich verdammt ehrgeizig. Und ich finde irgendwie so in Sachen Ausdauer können eigentlich Schröder und Herwagen einpacken. Nee, die sind schon ganz gut. Komm, also Hawaii, da habe ich schon gedacht. So eine Reise würde ich auch gern machen, ne? So dann ein bisschen schwimmen und so. Aber es ist, ich hab Ausdauer. Man nennt mich auch die Lunge. Ne? Und ich hab jetzt neulich ein herrliches Spiel gehabt, die Bolzerei, da haben auch zwei Kollegen, der Sobich unter anderem auch, also von Pauli auch ein bisschen mitgespielt, das hat von Tim Melzer und Tom Mier, da haben wir hier fürs Ärztemobil gespielt. Und da bin ich auch immer, bei so einem Spiel, wo mal ein paar mitkicken, die das können auch, dann bin ich meistens rechts außen und lauf da die Linie runter und flank dann, und dann, wenn dann der Stürmer den auch kriegt, ist ja gut. Und dann stand irgendwie, dann hat Cardoso mitgespielt, ne? Und der läuft ja nur noch irgendwie so 2 Meter Umkreis, weiter kommt er nicht. Und dann waren wir hinterher in der Kabine, ja war so, ne? Und dann kam Cardoso zu mir und sagte nur, du Maschine. So. Woo, Ritterschlag, Peter Lohmeier, die Lunge und die Maschine. Mega. da du in Hamburg wohnst, also sympathisierst du zumindest mit dem FC St. Pauli? Ich weiß, du bist ein Fan eines anderen Clubs. Ja, also wenn ich mal nicht zu kiffen zu Hause habe, dann stelle ich mich einfach dahin und atme tief durch und dann so. So war das öfter. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich diese Pokalrunde verfolgt habe, wo man immer gegen B gewonnen hat. Und auch dieses legendäre Spiel, ich glaube, das war gegen Bremen auf Eis so. Und da war das wirklich so. Und ich mag das Milan-Tor, ich mag also die Leute, die da hingehen, das ist wirklich nett. Und wir haben mal ein Lied gemacht mit Hotel Rex hier, habe auch so eine Band, Musik mache ich auch, wenn mir nichts einfällt. Und das haben die dann auch gespielt in der Pause, da waren wir ganz stolz drauf. Das war so eine Protestnote gegen den Irakkrieg und da haben wir, hat keiner zugehört, aber war egal. Und wir waren total stolz und deshalb gehe ich immer wieder gerne ins Winter. Hab da auch schon, natürlich so ein Promispiel, habe ich auch schon gespielt, irgendwie auch gewonnen. Also eigentlich bin ich noch ein Gewinner, merke ich. Du bist ein Gewinner. Kannst du den Song noch anstimmen? Den Song noch anstimmen? So Songs anstimmen, so aus dem Nichts, das macht nachher, glaube ich, der Achim für alle, ne? Das finde ich auch, da könnten wir uns schon was vorstellen. Ja, also man leidet ja, wenn man Fußballfan ist. Du bist eben Fan von Schalke 04, Gelsenkirchen. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ja, nee, das ist ja, also erstmal Fan ist man und das bleibt man. Es gibt ja auch so Wechselfans, ne? So, pfui. Das ist, das geht gar nicht. Und der Kollege Joachim Kroll hat mal über mich gesagt, der bewundert mich hauptsächlich für meine Leidensfähigkeit. Und
Das ist halt, Fußball ist halt eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Und im Augenblick sind wir jetzt da oben irgendwie. Und also was heißt da oben? 4, 5 und so. Da. Platz 4, punktgleich mit Platz 3. Ja, so, genau, punktgleich mit den Lüdenscheid. Und das ist ganz schön, aber das kann sich auch wieder verändern. Natürlich ist der Montag immer scheiße, wenn man irgendwie am Wochenende verliert. Dann sieht die Woche nicht so gut aus erstmal, aber am Mittwoch geht es dann schon wieder Richtung Meisterschaft. Deshalb ist halt alles immer, ist das alles immer relativ. Minimum Europa ist jetzt drin, dieses Jahr. Du bist zum Teil im Pott aufgewachsen, also geboren zwar im Hochsauerlandkreis und zwar Niedermarsberg. Ja. Und zwischendurch warst du auch mal in Stuttgart, aber eben auch in Hagen, Dortmund. Und du sagst, eigentlich das meiste übers Leben hast du im Pott gelernt. Wieso? Naja, also das Hochsauerlandkreis gehört quasi schon, ist so das Ausflugsgebiet, ne, der aus dem Pott irgendwie. Und da habe ich so die wichtigsten Momente gehabt. Also zum ersten Mal Sex. Und, mit wem? Mit Dagmar Niehage. So. Ach, kennen die ja? Ich kenne alle. Hallo Dagmar. Das ist jetzt scheiße natürlich. Die lebt aber mittlerweile in Philipps Heimat in Unterhaching. Und ist da Physiotherapeutin. Philipp, kannst du uns irgendwas sagen dazu? Nein, Philipp schüttelt den Kopf. Okay, wir lassen's. Naja, sag mal so, ich habe sie ihm übrig gelassen. Also, nee, es ist so, ja, das war wirklich meine erste Perle und das Ding war, die war die Tochter von so einem hochgeschätzten, so einem REW-Vorsitzenden. Also die haben damals, glaube ich, schon mit Atomkraft und so. Und ich war immer die andere Seite und ich hatte, weiß noch, mein erstes Moped hatte ich. Und dann hat die hat, glaube ich, was mit dem anderen gehabt. Und dann war ich total sauer. Und dann weiß ich noch, dass ich in die Siedlung gefahren bin. Das war auch so eine Reichensiedlung, jetzt sprich ich es doch mal aus, leichter Dortmund. Und da bin ich mit meinem Moped vor dieses Haus gefahren und habe dann einfach so ein Wheelie nach dem anderen, das war so eine Enduro, ne? Und weil ich so sauer war, ich dachte, vielleicht kommt jetzt der Alte mal raus und richtig Stress am Start und so. Und sie hat immer behauptet, sie hätte nichts mit dem Typen gehabt, ich weiß, die hat auch mit dem Typen gehabt. Egal, ich habe die dann 10 Jahre oder 20 Jahre in meinem Klassentreffen wiedergesehen und gedacht, hast du Glück gehabt. Die Pottzeit, aber stimmt das, du sagst jetzt gerade Moped und so. Hattest du einen Helm, auf dem stand, schieß doch, Bulle? Ja, das war die Zeit. Ne? Das war die Zeit, heute würde ich dafür, weiß ich nicht, da würde ich irgendwie, würden sie mich halt anhalten, wenn ich zu schnell fahre. Damals war ich eh schneller, also deshalb hab hinten, ja, stand drauf, schieß doch, Bulle. Meine Mutter hat das nicht gestört. Aber das Irre war eigentlich, ich bin Jahrgang 62 und damit konnte ich noch 2 Jahre ohne Helm fahren. Also das ist natürlich völlig bescheuert. Das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Ist so wie, als ob jetzt alle rauchen würden, kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Aber das war irgendwie damals nochmal so ein Gefühl, irgendwie so Easy Rider mäßig ein bisschen. Und als ich dann eben Helm auf hatte, da musste was draufstehen und dann stand daneben, schieß doch Bulle drauf. Es hat nie einer geschossen, ein Glück. Nee, offensichtlich nicht. Also bist ja ganz gut zurecht. Achim hat eben erzählt, ja, Drogen und so weiter. Du hast auch mal gelesen mit Günther Mertens, der hat eine Drogenkarriere hinter sich. Lesung hältst du natürlich auch und Musik hast du eben schon erzählt, machst du auch. Wie war das bei dir? Hast du Drogen genommen? Ja, klar. Und wie ist das ausgegangen? Ja, normal. Also ist irgendwie, ich habe das irgendwie so immer... Weiß nicht, bei mir ist so, wenn ich nicht mehr laufen kann, dann lasse ich das. Ich kann auch immer nur so viel trinken, dass ich muss gerade nach Hause gehen können, sonst nervt mich das so. Ne? Und das ist dann auch so, also man hat so ausprobiert und man hat irgendwie das Glück gehabt, dass nicht mehr oder dass ich das nicht gebraucht habe. Also ich habe irgendwie so ein bisschen, könnte man dann so sagen, jetzt käme vielleicht die Frage eines Reporters, oh, sie sind dann Schauspieler geworden, das war dann ihre Droge oder so. Ich meine, natürlich, irgendwie kann man sich da austoben und Sachen erzählen und so Quatsch erzählen und so, was ich jetzt alles, auch alles gelogen gewesen und so. Das ist so, macht mir auch Spaß, Geschichten zu erfinden und so. Und da braucht man jetzt nicht so viel Droge, ne? Aber das Problem ist auch, dass gerade meine jetzige Freundin, die weigert sich zu kiffen. Und das finde ich ein bisschen schwierig in dem Alter. Das geht gar nicht. Nein, die traut sich nicht. Und ich weiß nicht, das ist so blöd, nee, das jetzt muss man mal überlegen. Ich bin 55, die ist ein bisschen jünger. Jetzt überlege ich mal irgendwie, man will ja nicht Freunde, also so, andererseits trinkt man natürlich mal auch an der Bar, ne? Und so, dann
manchmal ist sie dann auch irgendwie ein bisschen betüdelt, so ein bisschen was getrunken und so. Aber kiffen will sie nicht. Und egal. Also jetzt muss ich eben dann alleine machen und so. Und ansonsten, diese ganzen anderen Sachen habe ich nicht probiert. Ich habe einmal, doch wir haben einmal in Paris bei meinem Freund Fred. Und da haben wir, haben sie uns weißes Pulver angeboten. Und ich natürlich weißes Pulver. Dachte ich irgendwie, das muss Kokain sein und so. Und habe das dann durch die Nase genommen. Das war ganz schlechtes Heroin. Und dann habe ich auch gedacht, oh nee, Alter und so. Und dann hatte ich da auch keinen Bock mehr drauf. Wie gesagt, mit Pilzen kenne ich mich zu wenig aus, ganz ehrlich, da bin ich vorsichtig und so. Aber wie gesagt, also ab und zu mal eine Tüte, aber wie gesagt, da ich meine Freundin echt jeden Tag sehen möchte, ist das jetzt auch nicht mehr möglich. So, oh, das ist Liebe, das ist wunderbar. Ja, ganz nebenbei bist du auch noch Schauspieler. Ich möchte jetzt nicht die Worte bemühen, die Droge ist jetzt deine Schauspielerei oder so, aber wie bist du dazu gekommen? Wir haben jetzt zum Beispiel schon Josef Heinert gehabt und Jens Münchow, die beide gesagt haben, sie sind nur zum Theater gegangen wegen der Mädchen. War das bei dir auch so oder was war so der Grund? Nee, das war nicht der Grund. Die Mädchen, die hätte ich ja auch so haben können. Also Moment. Echt ein guter Job für Mädchen ist, weil wirklich, wir sind damals immer so auf Freizeiten gefahren, wie gesagt, mein Vater Pfarrer und so, das waren so evangelische Freizeiten. Und da waren irgendwie die Sozialarbeiter, die mitgefahren sind, die haben sich immer die Mädels verknallt. So. Und das war mein Ziel, also so Sozialarbeiter zu werden und dann immer auf diese Freizeiten und so und dann, boah, und so. Und dann habe ich habe Geld gebraucht. Also ich habe Geld gebraucht und habe eine Anzeige gesehen, Kinder- und Jugendtheater Dortmund suchen irgendwie einen Darsteller für Wir pfeifen auf den Gurkenkönig von Christine Nösslinger. Und ja, so heißt das Stück, kennst du nicht, ne? Und dann habe ich da angefangen für, weiß ich nicht, 25 Mark die Vorstellung oder 50 Euro Probenwoche, keine Ahnung. Und da habe ich angefangen neben der Schule. Bin dann schlechter geworden, habe mein Alter gesagt, ist jetzt nicht mehr. Dann habe ich dann irgendwie übernächstes Jahr dann nochmal ein Stück Rolltreppe abwärts, so ein Jugendstück. Und dann habe ich irgendwie dann gedacht, irgendwie, wenn du das dann mitkriegst, war so ein Mega-Praktikum quasi. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch geil. Ne? Wenn man damit Geld verdienen kann, dass man Geschichten erzählt auf der Bühne, nichts anderes ist, als was Achim macht. Also im Prinzip sind wir alles hier, auch ihr Kollege, auch hier. Thorsten Schröder. Ja, Thorsten erzählt auch Geschichten. Ich meine, die muss er erzählen oder wie sie da stehen. Ich kann auch noch ein bisschen variieren irgendwie so. Und fällt eigentlich nur der Philipp heute raus, schade. Aber auf jeden Fall, nein, er erzählt ja mit seinen Händen große Geschichten und das hat mir unheimlich Spaß gemacht und das ist dann irgendwie gelaufen, weil mir ist halt jetzt auch nichts Besseres eingefallen. Also das ist ja auch irgendwie ein geiler Job, weil du zwischendurch, das ist so, du ist halt eben kein 9-to-5-Job irgendwie so, oder 8 bis, wie lange arbeitet ihr heute? Wir arbeiten bis morgen früh um 3. Hast du denn so, Kollegen, die du nicht magst und mit denen du schon zusammengearbeitet hast und deren Namen du uns jetzt auch sagst? Ja, da wäre ich schon blöd, da habe ich schon mal mit einem Typen so einen Stress gehabt irgendwie, der krieg ich nicht mal über die Zunge, so ein Blöden. Also. Und gibt auch einen Typen irgendwie, da warte ich drauf irgendwie, das ist so ein bisschen Kevin Spacey mäßig, da warte ich nur drauf irgendwie. Also es gibt da so irgendwie ein paar, gibt aber auch Frauen, die ich nicht mag, ne, mit denen ich zusammen war. Aber es gibt ganz, das ist ganz normal. Ich meine, jetzt frag mal irgendwie, will Philipp mit jedem zusammenspielen, will ihr Achim mit jedem hier, ich meine, dass hier Thorsten gerne mit Linda Zerwakis mal einen Tee trinkt, das kann ich mir schon vorstellen. Also es gibt irgendwie so, einfach bei mir gibt's, also man muss das ja auch nicht machen, es ist irgendwie, ist kein Wunschkonzert so und ich habe schon Sachen abgelehnt, wo ich wusste, mit der, nö, oder mit dem, so, aber ab und zu muss ich ja Kohle verdienen, weil ich habe ja große Familie und so und aber ich mache eigentlich mal noch keine Kompromisse. Es ist okay, du musst auch nicht mit jedem. Also man verwechselt dich ja bisweilen mal zum Beispiel mit Heino Ferch auf talk.de zu sehen. Übrigens unser Clip, gerade online gestellt. Noch kurz, hast du ein Lieblingsgenre? Bist du lieber Kommissar oder Bösewicht? Das interessiert mich. Nee, da gibt's gibt's nicht. Also gibt's immer die Geschichte. Muss nicht. Kommt auf die Geschichte an, ob es mir Spaß macht, diese Geschichte weiter zu erzählen. Und da ist egal, was ich drin mache, irgendwie, ob ich jetzt irgendwie böse oder gut bin, irgendwie.
Hauptsache die Geschichte, also irgendwie Geschichten erzählen, dann machen wir Spaß. Ja. Du hast eben schon deine Kinder erwähnt, du hast 4 Kinder, sind allesamt erwachsen, zwischen 89 Jahrgang und 93. Und die haben Politikwissenschaften studiert, die sind beim Schauspiel dran, Fashion Design, Jura. Super, warst du so ein strenger Vater oder eher ein kreativer oder eher laissez-faire? Naja, also ich habe einfach aufgepasst, dass sie keine Drogen nehmen. So, und obwohl der eine, das ist doch der eine ist ganz geil. Also der jetzt irgendwie, mit dem war ich in New York, das habe ich ihm versprochen, wenn er aufhört, an Nägeln zu kauen. Und das habe ich ihm versprochen, da war der 16, der Typ irgendwie. Und dann irgendwann kam er an mit 18, hey, hast du versprochen, mit New York und so, und geil und so. Ja, ich sag, komm, New York, alles klar, ne? Fahren wir nach New York irgendwie. Und dann sind wir in Washington Square. Und ich war da auch schon mal in der Stadt und hatte da auch schon mal gekifft. Und dann hat er irgendwie, und habe ich gesagt, Mensch, jetzt hätte ich Bock und so, ne? Und dann hat er irgendwie, ja, aber lass mal, Alter, ich kauf jetzt was, ne? So, ich kaufe. Und der ist, das darf ich sagen, weil ich sein Vater bin, der ist so Kaffee con leche, also eine Färbung, ne, ist drin. Und Mutter ist Nigerianerin, halb Nigerianerin und halb Österreicherin, leider, egal. Und dann hat er ganz cool irgendwie nachts um 11 oder so hat er dann irgendwie ein bisschen Gras gekauft und dann haben wir uns da hingesetzt und dann fahren ja da irgendwie in dieser Stadt irgendwie ständig auch diese wie im Krimi eben diese Bullenwagen rum und so und dann kam echt so genau als er am Morgen war, kam dann so ein Bullenwagen, da hatten wir gleich, das war ein schönes emotionales Erlebnis, richtig Schiss, weil wir jetzt dachten, nee, jetzt nehmen die uns fest und so und wir müssen hier bleiben und so und was soll ich zu meinen Kindern erzählen? Ja, auf jeden Fall, die machen es alle sehr gut irgendwie, dass die jetzt irgendwie... Ey, also und du warst kein strenger Vater, sondern hast nur gesehen, dass die alle kreativ und gut werden. Nein, ja, natürlich war ich, also was heißt strenger Vater? Ich war bei Grenzen musste setzen und diesen ganzen Kram, aber ist ja auch, kann man nur super glücklich sein, dass die glücklich sind, ne? So, was jetzt die aus ihren Jobs oder teilweise im Studium noch machen, das klang jetzt alles wie so Vogelin, das Oh. Aber bedeutet natürlich auch ständig irgendwie, musst du die Kohle besorgen, wenn dann einer irgendwie da Fashion Design in Antwerpen studiert. Das wäre bescheuert, das kann er in Oldenburg machen. Nee, das muss er, weißt du so. Okay, ich finde, das klingt alles super, aber dann sag uns noch mal ganz kurz, was sind die nächsten Projekte, damit wir wissen, mit welchem Geld du deine Kinder finanzierst? Mal kurz 3 Stichworte, wann sehen wir dich? Ja, ich habe jetzt verhandelt, gerade mit Salzburg wieder, da gibt es eine Sprechrolle in einer Oper, Entführung aus dem Serail. So, da könnt ihr nach Salzburg kommen, macht eh keiner. Also für euch, was wir erfrischen, achso ja, Berlin, ihr fahrt ja auch gerne mal nach Berlin. Nicht nur zum Pokalendspiel, wo wir uns dann sowieso sehen würden, weil dieses Jahr klappt. Und also ihr kommt dann nach Berlin, weil da spiele ich ein Stück, der Entertainer, ein Theater, was abgerissen wird. Das ist das Theater am Kudamm. Das wird platt gemacht. Max Reinhardt hat es gegründet und ich mache den Vorhang zu mit einem Monolog. Also es ist ein Monolog jetzt quasi, der Entertainer, normalerweise nicht, wir machen so. Und das spiele ich da irgendwie, ich habe heute verhandelt 30 Mal irgendwie, so. Aber letzte Vorstellung, 6. Mai und ich habe euch alle gesehen irgendwie, wer nicht in diese Vorstellung kommt, der kann mich mal. Jawohl, ein wundervolles Schlusswort, so weit, Peter, auch wir sprechen uns gleich noch, herzlichen Dank soweit, ab zur Bühne. Achim Reichl ist da. Die Latte liegt hoch nach Peter Lohmeier. Möchtest du noch irgendwelche Frauen oder Ortsnamen durchgeben, die wir unbedingt googeln müssen? Nein. Moment, was ist mir da gerade in Gang? Nee, ich habe nur gesagt, die Latte liegt hoch, aber egal. Wir sind ja bei dir und sind vor allen Dingen bei deiner Musik und haben ja AR and Machines, AR will ich immer sagen, gut durch. Und dann kamen die Shandys bei dir. Du hast sie gerade vorhin erwähnt. Wie kommst du plötzlich von diesem psychedelischen Gitarrenrock und dieser wunderbaren Rattles-Musik auf Shanties, die auch schön sind, aber
muss man erstmal die Idee kriegen. Ja, okay, also da war denn schon in der Lage, so manchmal auch ein bisschen nachdenklich zu sein, ne? Also irgendwie, so kann man das fast sagen. Also irgendwie, Shanties sind für mich so eine Art von Weltfolklore. Ne? Also die Schiffe sind so durch verschiedene Häfen, verschiedene Länder, verschiedene Kulturen und überall schnappen die da irgendwie so ein bisschen was auf und daraus haben sie sich ihre Shanties zusammengebaut. Und das fand ich irre spannend und das ist es eigentlich auch. Und insofern habe ich gedacht, ja okay, wieso kann man eigentlich Shanties nicht spielen, als wenn das Rocksongs wären? Es ist auch eine Misch. Angelegenheit. Ja, und das fand ich irre spannend und das habe ich dann auch gemacht. Und ja. Und dich wieder neu erfunden dadurch. Letztendlich. Ja, ja, und obwohl viele Leute dachten, irgendwie, was soll das denn jetzt? Fiel das auf fruchtbaren Boden. Und da war ich auch so ein bisschen mehr bei meiner eigenen Biografie, weil ich stamme ja nun aus so einer Seefahrerfamilie. Mein Vater, mein Großvater, Onkel, die sind alles zur See gefahren. Und insofern waren Shanties für mich also irgendwie eine, das hatte was, ne? Ohne dass ich genau sagen konnte, was genau, aber da war was drin irgendwie. Und es hatte natürlich auch den tollen Vorteil, man konnte sowohl Deutsch singen, man konnte auch Englisch singen, man konnte auch Plattdeutsch singen, es passte irgendwie alles. Und das schien mir eine gute, ein guter Weg zu sein. Und hast immer noch nicht aufgehört, wieder Neuigkeiten zu machen, nämlich angefangen, große deutsche Balladen zu vertonen? Okay, also mit den Balladen und den Texten, da war es ja so, dass in der Schule, da hat man einen damit mehr oder weniger gepiesackt. Ja, da musste man das einfach nur auswendig lernen. Und worum es da eigentlich ging, das war dann irgendwie... Und dieser Erlkönig, der reitet Hauptsache aufgesagt, ohne zu stottern. Und das war dann das Ding. Ja. So, und viel, viel später ist mir erst klar geworden, was denn dahinter steckt. Also, dass das da wirklich... Also, ja, also so eine Art... Also unsere alten Dichter und Denker, das sind für mich schon so eine Art Wortmagier. Ne? Also die haben schon Dinge auf die Reihe gebracht. Da musste man wirklich erstmal drauf kommen. Ne? Geschichtenerzähler wie Peter Lohmeier das gerade erzählt. Das sind ja zum kleine Beispiel, ja. Genau, die du dann der kann vertonen. Das auch, ja. Ja, ja. Und du ja auch. Denn du hast dann auch angefangen, zeitgenössische Autoren zu vertonen. Und da kam es ja zu einer etwas längeren Zusammenarbeit mit dem Herrn Fauser. Ja, okay. Also man muss dazu sagen, also wenn man dann sich wiederfindet in einer Nachkriegszeit, wo eigentlich die eigene Kultur völlig im Arsch ist, weil man eigentlich Angst davor hatte, weil man dachte, oh wow, nee, das hat alles zum Dritten Reich geführt, sehr aufmerksam. Und guck mal, auch die Chefin lernt hier, die lernt hier, die geht hier, guck mal, Julia. Ja, ist sie weg. Ne? Prost, also, Achim. Ja. Aber haltet ihr den Gedanken, wir trinken erstmal. Ja. Wir sind bei den Gedichten. Also ich fand es jedenfalls spannend. Also so Dinge, die so aus dem eigenen Land irgendwie kamen, irgendwann mal in Zusammenhang zu bringen mit Ausdrucksformen der Gegenwart. Meinetwegen ein geiler Rockrhythmus. Ne? Also es gibt eine Menge, das sind denn so Kunstlieder, so wo denn auch der Erlkönig gesungen wird von irgend so einem Typen, der so knödelt irgendwie. Ich kann so einen Gesang überhaupt nicht ab. Der ist für mich derartig von gekünstelt. Also da fehlt mir irgendwas, um das wirklich mögen zu können. Ne? Also, aber ich dachte mir, wenn man denn, also das, was unsere Vergangenheitskultur anbelangt, irgendwie in die Gegenwart transportieren will, ja, dann muss man es auch mit Dingen aus der Gegenwart verbinden. Und das war für mich irgendwie die Rockmusikauffassung. Da haben mir auch alle einen Vogel gezeigt und haben gesagt, sag mal, was hast du denn im Kopf? Was soll denn das? Und so. Gemacht hast du es trotzdem. Und ich habe es trotzdem gemacht.
Und und habe es auch nicht bereut. Also das ist, also diese Regenballadescheibe, wo den Herr von Ribbeck zu Ribbeck im Havelland und Zauberlehrling und ich weiß nicht was alles, Peter Lüngen und Nies Randers und die ganzen Sachen drauf sind, das ist wirklich eine Scheibe, die ist seit 30 Jahren, ich meine, das muss man sich mal reinziehen, die verkauft die ganze Zeit immer weiter als wenn sie neu wäre. Und das finde ich irgendwie, da bin ich zufrieden mit mir. Also, um es mal so zu sagen. Also. Ich muss es erwähnen, für Tomate, 1991 kam Melancholie und Sturmflut, ne, und so weiter. Wir erinnern uns, er drückte immer Aloe und so weiter. Ja! Wenn wir das, genau. So, wir müssen ja auch mal, also es ist ja, also gucken Sie einfach mal auf die Homepage von Achim Reichel, da steht alles wirklich wunderbar aufgegliedert und es ist wirklich unglaublich, was du uns für unterschiedliche Musikstile geschenkt hast. So, jetzt bist du, und es, ich mag es ja kaum glauben, meine sehr Herren. Was hat er denn? Das ist Bier. Was hat er denn? So, danke. Also, du bist 73. Du wolltest gerade was Nettes sagen. Nee, du bist 73, das ist was Nettes. Du bist 73 Jahre alt. So ist es. Entschuldigung, 73. Das ist unglaublich. Du bist halt, ja. Moment! Dafür kannst du jetzt nichts. Das ist reiner Zufall. Du bist nun mal 73, dafür kannst du nichts. Ich kann auch nichts dafür, dass ich 18 erst geboren bin. Ja, ja. So, aber. Du bist seit über 50 Jahren auf der Bühne. Es gibt so einen Achim Reichel-Moment, dass ich Freunden und Bekannten erzählt habe, Achim Reichel kommt in Talk dort. Dann sagte der eine, der Spieler. Dann sagt natürlich, Aloha, dann kam natürlich wieder, hier kuddeldaddel du, ne? Was kann die Welt dafür, dass ich dich liebe? Jetzt fängt Brigitte gleich das Singen an da unten. So, es hat jeder einen anderen Achim Reichel-Moment, glaube ich, in seinem Leben. Welches ist denn dein Achim Reichel-Moment? Was ist denn von dem, was du gemacht hast, etwas, wo du sagst, Scheiße, das war... Nee. Oder geht also, das gar nicht? Also so ticke ich ja gar nicht, dass ich irgendwann da denke, also ich meine, das wäre ja fatal, wenn man denkt, sag mal, irgendwie 1984, ich glaube, da warst du so richtig drauf. Also dann würde ich mir doch sagen, sag mal Junge, alles, was du danach gemacht hast, hättest du eigentlich auch vergessen können. Also das ist nicht so. Ich versuche immer wieder die Dinge neu zu entdecken. Ne? Also das ist eigentlich das Ding. So, dass man da sagt, ja, okay, man hat sich hier und da mit eingerichtet und denkt, so gehört es, so muss es sein und so weiter und so fort. Aber ich finde es eigentlich viel spannender, Dinge in Zusammenhang zu bringen, ob das nun rockmusikalische Rhythmen sind und Herrn Goethe oder Herrn Heine, das ist völlig egal. Also wenn man irgendwie so für sich das gespürt hat, hey, das funktioniert. Du bist doch nicht so ein Hirni, dass du dir jetzt was vormachst. Das funktioniert tatsächlich. Und dann ist es auch für heutige Ohren irgendwie auch zugänglich und nicht mehr nur ein Ding von gestern. Und ich finde schon, wir haben Grund, also uns mit unserer Vergangenheit anders auseinanderzusetzen, als immer nur zu sagen, ja scheiße, die Nazis haben uns alles versaut, ne? Also unsere ganze Geschichte, ach du Kacke, was machen wir denn jetzt? Und wo sind wir denn bloß reingeraten und so? Nee, man muss sich schon irgendwie, auch wenn das so ein bisschen geschwollen klingt jetzt, man muss sich schon davon befreien wollen, ne? Und muss auch ein bisschen unterscheiden, ja, was war denn da nun wirklich irgendwie unhaltbar und was ist missbraucht worden oder so, ne? Und das fand ich einfach irgendwann interessant. Also nicht alles grundsätzlich in die Tonne zu treten, nur weil es aus der Vergangenheit kam, sondern auch mal zu sagen, hey, wir waren gar nicht immer nur blöd. Oder gnadenlos oder bestialisch oder sonst wie was. Ne? Ja, ihr habt schon recht. Daraus entstehen die Geschichten und daraus entstehen die Geschichten, die du ja uns mit der Musik erzählst. Und daraus entstehen Geschichten, die am Ende bei Talk dort landen. Das ist eine Wahnsinnsüberleitung, die ich mir gerade ausgedacht habe. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Lieber Achim, trink mal ein Bier, das brauchst du. Ne? Du gehst ihm jetzt zur Rolle. Du hast dir eine Blondine gewünscht an deiner Seite. Ich gebe dich jetzt ab.
ich schicke dich zu Astrid Rolle und den anderen Chorknaben da unten am Tisch. Du darfst dein Bier mitnehmen und ich bedanke mich wahnsinnig sehr toll gerne mit einem Aloha, ja, hey, dass du heute Abend ja. bist. Achim Reichen, meine Damen und Herren. Ja. Juhu. Christian uns am allerbesten einfangen. Ja, möchte ich gleich mal weitergeben. Also hat jemand von euch kürzlich seinen Aloha-Ea-Moment gehabt? Oder wann hast du das letzte Mal gesungen? Gerade gestern. Super. Das habe ich gewusst, denn ansonsten singt Thorsten Schröder nämlich Karnevalsmusik. Oh ja, tut mir leid. Ja, ich habe vor 20 Jahren den Karneval entdeckt. Ich war in Köln wegen einer Frau. Und wir sind zum Karneval gegangen und das war so schön, es hat so viel Spaß gemacht, den Kneipenkarneval da zu erleben. Also in der Kneipe zu stehen, Kölsch zu trinken, wobei das ja eher so ein, für Norddeutschen wie mich ist es ja eher ein Erfrischungsgetränk und kein richtiges Bier. Aber das kann man so schön als Erfrischungsgetränk dann eben zu sich nehmen und kann in der Kneipe schön feiern mit den netten Damen und auch Herren. Und ist die Musik nicht schön? Und die Musik ist toll. Immer wieder wird Kölle so hochgelobt, wie toll und schön das da alles ist. Der Dom und der Rhein, wie schön der fließt und manchmal auch stinkt. Also ist toll. Mach okay, du warst offensichtlich da. Wir haben so viel gemeinsam, weil ich auch so eine Karnevalistin bin. Und ich gehe eher so als Miezekatze oder Leopardin oder so. Gehst du als Cowboy? Nee, aber das wäre eine Idee. In den letzten, super Idee. Ich habe lange überlegt, was ich jetzt im nächsten Karneval dann mache. Aber das wäre mal echt total geil und abgefahren. Das war gratis. Ja, super. Vielen Dank. Also ich bin die ganzen 20 Jahre jetzt wirklich nur in den 70er Jahren Klamotten tatsächlich meines Vaters. Die hat er echt getragen. Ich kann es immer noch nicht fassen, was er anhatte damals. Damit bin ich dann zum Karneval gegangen. Und so eine Lockenperücke, also so eine geile Matte, hatte ich dann auf dem Kopf. Aber ich dachte mir, jetzt ist endlich mal Schluss. Jetzt machst du irgendwas Neues. Danke, Astrid, für den Cowboy. Herzlich gerne und jederzeit wieder. Achim, wie ist es eigentlich für dich jetzt, Philipp Heerwagen zu treffen? Denn du warst auch Torhüter beim FC St. Pauli. Das ist ja der Knaller. Wie ist denn das jetzt hier zu stehen? Ja, also ich meine, okay, er hat es besser gemacht als ich. Ne? Also bisschen. Für mich war es damals zweite Knaben. Also ich war da also noch im minderjährigen Stadium und... ja, also das Torwartsein fand ich irgendwie klasse, weil den Torwart gibt es eben nur einmal und was das nun eigentlich so wirklich bedeutete, das war mir gar nicht so klar. Also irgendwie, also jedenfalls, ja, ich war Torwart, St. Pauli, zweite Knaben, wir wurden sogar einmal Hamburger Vizemeister, also das... ich wusste damals gar nicht, ein Titel. Vize war für mich ein Fremdwort, also ist egal, aber irgendwie, ja, Torwart war ich auch mal, also ist in Ordnung. Philipp, begegnest du häufiger ehemaligen Spielern oder solchen wirklich aus vorigen Generationen? Also ehemalige Mitspieler vielleicht mal, aber so ehemalige Spieler, ja, halt ältere Spieler, das ist jetzt leider auch alles, die sind ja jetzt mittlerweile alle Trainer oder irgendwo... machen irgendwelche anderen Berufe, von daher bin ich mittlerweile derjenige, der dann junge Spieler trifft, mit denen er halt früher zusammengespielt hat. Also bin ich schon derjenige von dieser alten Generation. Wahrscheinlich habt ihr auch eher mit den kleinen Schleppkes zu tun, ne? Weil ihr so viel Kids-Camp und so habt, dass ihr eher die kleinen Jungs da rumrennen habt. Ja, das stimmt auch, aber es ist manchmal auch so, jetzt, ich bin jetzt 34, nächste Saison kommt dann vielleicht der nächste 17-Jährige oder 18-Jährige in unser Team. Da denke ich mir manchmal so beim ersten Versuch, also bei mir war es jetzt nicht mit 16, aber das könnte auch dein Sohn sein, der jetzt mit dir zusammenspielt und das ist schon eine skurrile Vorstellung. Wir haben eben noch so ein bisschen über, auch über Abstürze gesprochen. Wo ist jetzt eigentlich Achim hin? Achim ist verschwunden, aber zumindest ist Thorsten noch hier. Thorsten, wann bist du das letzte Mal abgestürzt? Ich fürchte, das ist schon ein paar Tage her, das weiß ich. Beim Karneval vielleicht? Kannst du dich daneben benehmen, wenn du eine Verkleidung anhast? Nein, ich bin immer seriös, sachlich und nüchtern. Dankeschön. Philipp, du hast vorhin erzählt, dass du tatsächlich mal nach einem Spiel, und das ist dann ja auch vielleicht mitten in der Saison, zwei Knollen alkoholfreies Astra trinkst. Ist das nicht bei Sportlern so, dass du dann sofort betrunken bist? Ja. Gut, okay.
Wirklich jetzt, oder? Ein Bier und in der Saison? Ja, ein Bier während der Saison, das merke ich schon, ja, muss ich sagen. Also es ist dann in der Sommerpause dann wieder ein bisschen anders, aber ein Bier oder zwei, also bin ich nicht fahrtüchtig, auf jeden Fall. Hey, alles klar. Peter. Ja, oh, ich habe es eben auch gedacht, jetzt steht er hier so neben mir und fühlt sich so ausgegrenzt. Aber wir haben über deine Drogenexzesse ja schon gesprochen. Ja. Wir haben überzogen. Nee, aber ich möchte trotzdem wissen, ob du den Karneval magst. Ja, ich war, ich habe den Karneval, so wie Thorsten, habe ich ihn auch entdeckt. Ich bin, habe da gearbeitet zufällig, das war damals RTL Samstagnacht. Und dann sagte eine Freundin zu mir, komm doch mal, so eine richtige Kölnerin, du musst in eine Kneipe kommen. Und ich sage, ich habe keinen Bock irgendwie. Doch, du musst dich verkleiden. Ich sage, nee, da kriege ich normalerweise Geld für, mache ich jetzt nicht. Und dann habe ich, hat er, doch, du musst irgendwas. Und dann hat der, der Maskenbildner, der Kostümbildner, hat mir eine rote Nase gegeben, eine Mütze. Und dann bin ich da rein und das waren wirklich die, also es war nach 10 Minuten, war das wirklich, also es war richtig, richtig eng, so. Bin da rein irgendwie und dann wurde eben gesungen, genauso wie Thorsten das eben beschrieben hat. Und dann kriegte ich irgendwie so ein Kölsch in die Hand gedrückt und dann wurde gesungen. Und dann kriegst du eine Bütz, ne, einen Kuss. Ne? Also die Frauen, also es war aber, Moment, die Karneval ist für mich eigentlich nur dieses Weiberfassner. Und das war wirklich richtig groß. Also diese Kneipe, das, da, jeden Donnerstag diesen im Jahr würde ich gerne in Köln verbringen. Irgendwie schaffe ich nicht immer. Aber das ist das Größte überhaupt. Das ist wirklich, und das ist ja, man sagt dann immer so gemachte Fröhlichkeit oder so. Irgendwie, ich meine, ich habe auch so ein Problem mit Silvester und so einem Scheiß. Aber da ist wirklich, das geht. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, aber die Kölner können das. Ich glaube auch nicht, dass die Hamburger das können. Ist so. Die Kölner, die Rheinländer können das. Ich glaube, in Frankfurt ist das auch scheiße. Ich glaube, das können nur die Kölner. Ich glaube auch. Also ich habe es mal in Mainz gefeiert und auch in Düsseldorf. Das ging überhaupt nicht. Und mir ging es genauso wie dir, Peter. Ich war eine halbe Stunde in der Kneipe, war textsicher, stand auf der Fensterbank, hatte eine Klobürste in der Hand, schwenkte sie rum und war glückliche Karnevalistin. Und ja, na, ich eine von Tausenden und hatte vorher beleidigt in einem Auto gesessen und gesagt, ich werde es nie mögen, ich werde es hassen. Also genauso ist es halt. Ne? Achim, Karneval, ja. Ja, also ich meine, okay, also wenn sie es denn mögen, also ich meine, ich, also wie du merkst, ich bin da so etwas neben der Spur jetzt, also euphorisch. Warum denn das unbedingt Karneval sein muss, um nur mal lustig sein zu dürfen, aber egal, also manche Leute brauchen wirklich ein Startzeichen. Das ist aber echt typisch Nordlicht, so reagieren die meisten. Und was sagt jetzt so der Bayer? Also bei uns, oder in Bayern heißt es ja Fasching. Ich muss aber damit sagen, ich habe das nie verstanden. Karneval verstehe ich nicht. Ich habe es aber ausprobiert, so ist es nicht. Aber ich verstehe es nicht. Also von daher kann ich mit Karneval nicht sehr viel anfangen. Das ist total in Ordnung, ihr Lieben. Wir trinken noch ein. Ich gebe nämlich jetzt ab zur Bühne und da, wir freuen uns so, da es sind zwei Mitglieder unserer absoluten Lieblingsband, Ronda, Peter bei Milo und Ben. Und das ist großartig. Ich gebe ab. Ja, ja. Milo Milone, Ben Schado von Ronda. Wie sieht's bei euch aus mit Karneval? Scheiße, ich hatte gehofft, diese Frage würde nicht kommen. Ah, bei uns bleibt nicht so entdeckt. Investigativer Journalismus. Diese Frage möchte auf jeden Fall gerne Ben beantworten. Karneval, ich erinnere mich an die dritte und vierte Klasse meiner Grundschule. Super Ding, aber danach ist nicht mehr viel passiert. Ja, die paar Jahre seitdem. Ja, hat sich nichts verändert, auch an mir nicht. Ich laufe immer noch als Landstreicher durch die Gegend. Eine geile Verkleidung, 24/7. Ja, Wire heißt euer aktuelles Album, 2017 in diesem Jahr rausgekommen. Und jetzt lesen wir im Netz, dass Konzerte von Ronda abgesagt werden. Gleich werdet ihr hier in Hamburg zum allerletzten Mal offiziell ein Lied von Ronda singen, bei uns beim Talk der offenen Tür. Was ist los? Keine schlechten Gründe. Also man darf es noch nicht so ganz verraten. Um es ein bisschen mysteriös zu lassen. Aber es sind gute Gründe. Ich bin nicht wieder schwanger und es ist alles gut. Und wir haben uns auch nicht aufgelöst und es ist alles, wir sind alle gesund. Das heißt für alle Fans da draußen, ihr werdet irgendwie wieder kommen. Also, ja, das auf jeden Fall, das sowieso. Ah. Also es hat schöne Gründe. Es hat schöne Gründe und dann sehen wir uns hier wieder. Ja, ja, auf jeden Fall. Alles klar. Ben, du hast Filmmusik geschrieben. Unter anderem 2010 Schenk mir dein Herz, ein Film, in dem Peter Lohmeier gespielt hat. Das ist ein roter Faden, sowas muss man erstmal verknüpfen können. Das ist aber nur zur Hälfte wahr.
Das heißt, ich war Peter Lohmeier hat gar nicht es ist eigentlich nur zu einem Drittel war. Ich war das nicht alleine. Ich habe mitgeholfen und es haben auch noch Bernd Begemann und am allerwichtigsten Paul Kuhn. Oh. Damals die Musik. Paul, der richtige alte Der Paule. Richtige, leider nicht mehr lebende ja. Paul Kuhn hat damals zusammen mit Bernd und mit mir Filmmusik gemacht für diesen Film und ja, damit hast du deinen roten Faden. Viel Spaß damit. Ja, und schon ist er wieder gekappt, mein roter Faden, weil Milo sitzt neben mir und liebe Milo, wir haben uns das letzte Mal gesehen im Dezember 2014. Es gab eine Vorgängershow, das Sprechzimmer im kleinsten Theater der Stadt, im Echtzeitstudio in Winterhude. Da warst du nämlich schwanger. Genau, deswegen meine ich das gerade. Also das Kind ist jetzt raus, weil der erfährten Namen ist ja als auch schon, und Herren natürlich auch, das ist ja jetzt auch schon fast 3 Jahre her. Dem Kind geht's gut. Du kamst heute relativ spät hier bei Talkdown an, weil ihr wart Laterne laufen. Ja. So richtig mit hier oben leuchtet Sterne oder wie? Was? Ja, Laterne. Rabimmerabam. Ja. In der Tat, das war sehr schön. Das war sein erstes Laternenlaufen und er war so. Da ist natürlich die Frage, echte Kerze drin oder. Nein, hat man nicht mehr. Man kriegt E-Mails mit, liebe Eltern, bitte denken Sie an Ihre elektrischen Laternenständer-Dinger. Ja. Ah, das sieht doch nicht schön aus, ne? Eigentlich. Ja. Aber da kann man sich revolutionär mal drüber wegsetzen oder sowas? Ja, kann man tun, auf jeden Fall. Aber nicht, wenn man so Zeitdruck hat wie ich. Also, ja, du musstest ja hierher. Ja, es war so, okay, ist klar, und dann, okay, cool, ciao. Ja. So. Und jetzt bist du hier, Wire, wie gesagt, das aktuelle Album. Und wir werden gleich einen Song draus hören. Ihr wart mit der Band in den Vereinigten Staaten von Amerika, kurz USA, um Videos zu drehen. Wie war's? Es war sehr toll, es war sehr intensiv und auch... wir waren knapp 10 Tage da ungefähr und man hat das Gefühl, man hat irgendwie wahnsinnig viel gleichzeitig erlebt, wenn man irgendwie da war. Und für mich war es auch das erste Mal dort. Gleichzeitig hat man ein Video gedreht, dann war man in der Wüste, der beste Ort der Welt, muss ich leider sagen. Weil kein Mensch da ist, oder? Ja, exakt. Ja. Und es ist auch einfach... Nee, ist so, ja. Ja, es ist einfach magisch ein bisschen. Wo und, war die denn dann? Im Mittleren Westen? So Joshua Tree, Kalifornien. Kalifornien, okay. Aha. Und wie war es mit der Immigration? Also wie lange habt ihr gewartet? Weil, also ich habe das letzte Mal, glaube ich, irgendwie 3 Stunden gewartet, bis ich durch die Grenze konnte da in Boston. Es ging irgendwie schnell. Wir hatten irgendwie Glück. Es waren so, oh, hier lang. Ach, wie geil. Ja, ja. Das ist natürlich super. Und wie viele Videos habt ihr denn da gedreht dann? Wir haben ein Video da. Ein Video gedreht, das man auch schon sehen kann? Das andere Video war in Kiel. Das war auch sehr Kiel. Cool. Das ist auch Wüste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr international Tiefe, aus. Schleswig-Holsteinische Wüste, ja. Also das ist wirklich mega international. Wetter war aber in Kalifornien besser dann wahrscheinlich. Ja, nee, das ist nämlich das Ding. In Kiel war es irgendwie schön. In Kalifornien war es, es sieht so aus, als wäre es unfassbar schön. Ich hatte auch einen kurzen Rock an und ein T-Shirt und ich habe so sehr gefroren wie noch nie in meinem Leben. Das ist aber ungut. Dann, ja, natürlich. Aber es ist halt, man sieht mir die Party im Gesicht an, das war toll. Aber es war auf jeden Fall so ein, sind wir fertig? Kann ich meine Jacke wieder anziehen? Ja. Und ihr irgendwann dann seid, oh Gott, jetzt merke ich aber wirklich, Leute, ich muss jetzt gleich mal aufhören, ich hole mir gleich die Rolle zu mir, damit ich fast nüchtern wenigstens das letzte Lied von Rhonda in Hamburg oder von Teilen von Rhonda noch hier hören kann. Wir sind einfach, verbleiben wir jetzt mal so, dass wir uns wiedersehen. Mhm. Ja, was immer mit diesem Projekt da 2018 auf uns alle und auf die Fans zukommt, wir bleiben da dran und gucken ganz, ganz genau. Okay. Und ich habe gelesen auf eurer Seite, dass die Konzerte, die ausfallen, nachgeholt werden sollen. Ja. So, ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann würde ich mal sagen, liebe Milo, lieber Ben, geht doch schon mal bitte auf eure vorgefertigten Positionen. Oh. Ben vergisst seine Gitarre nicht. Und soll ich dir aufhelfen? Nee, du bist noch... Muss ich links oder rechts sitzen? Laterne. Ich glaube, du musst links zum Monitor und die Rolle kommt zu mir. Rolle? Oder ist sie schon? Hier. Gewehr bei Fuß. So, ich lese ab. Something Good heißt dieser wunderbare Song, den wir jetzt hören werden, aus dem Album Wire von Rhonda, dass wir wirklich sehr ans Herz legen können. Sehr. Ich lege mich jetzt an dein Herz und sage tschüss. Das war der Talk.17. Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Und wir sind Rhonda. Something Good. Jay.
change about a calm and it's coming close. Ain't never had no clue that's coming your way. See, remind me, no ending stories of mine. Taste so sweet and hard, the wiser you become at heart. Here's a chance for you to come. I will be a teacher, you will be the sun. Danke.